Das sind die Top 10 der besten Roblox-Spiele. Wenn ihr nicht diese coolen Videos verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Ich habe ein Gefängnis gebaut und wir müssen auf jeden Fall heute probieren, unser Gefängnis mit Gefangenen zu füllen. Denn bis jetzt ist hier noch in der Zelle gar keiner drin. Und die Stadt ist anscheinend komplett unsicher. Und unsere Mission ist auf jeden Fall heute, alle Gefangenen auf jeden Fall in unsere Zelle zu bringen. Und unser Gefängnis dann so cool zu erweitern mit ganz vielen verschiedenen Wärtern. Ich würde sagen, ich düse auf jeden Fall direkt mal los mit dem Auto jetzt hier, Leute. Vorsichtig. Und dann gehen wir jetzt auf jeden Fall direkt mal hier in die Stadt rein. Und ich glaube, in der Stadt ist einfach Böses im Busch, Leute. Da sind überall Verbrecher. Und ich sehe sogar schon andere Gefängnisse von anderen Leuten. Ne? Das heißt, wir haben anscheinend sogar ein bisschen... Jetzt schon voll viele Gefängnisleute da drin, ne? Voll viele Verbrecher. Also wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen Konkurrenz, was das angeht. Also hier sind auf jeden Fall auch andere, die dann uns vielleicht ein paar Verbrecher wegschnappen werden. Aber lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, Freunde, wenn ihr davon auf jeden Fall noch mehr sehen möchtet, wie wir jetzt hier ganz, ganz viele Gefangenen festnehmen werden, Leute. So, okay, jetzt ist hier vorne auf jeden Fall schon mal anscheinend die Stadt am Start, Leute. Oh! Yo. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. So, ich kann jetzt hier mal aussteigen. Und wir können theoretisch irgendwelche Leute festnehmen. Aber das Ding ist, die hat bis jetzt auch noch gar nichts gemacht, ne? Wir müssen darauf achten, bis halt hier irgendwer Mist baut. Aber der sieht mir auf jeden Fall echt ein bisschen suspekt aus. So, den werden wir jetzt mal ganz kurz festnehmen. Und dann, Kollege, komm mal hier einmal ganz kurz in mein Auto. Ah, ich habe ihn reingepackt, Leute, ins Auto. So, er ist anscheinend gerade im Kofferraum, warum auch immer, ne? So, dann fahren wir mal ganz kurz hier wieder zurück. So, kurz wenden. Muss ich nur wissen, wie ich hierher gekommen bin, ne? Ich glaube, ich müsste mal gleich noch in die andere Stadt fahren. Leute, Polizei, ich habe jetzt hier einfach Gefangenen hinten in meinem Polizeiauto. Bis jetzt haben wir nur einen Platz. Also ich glaube, wir müssen das irgendwie ein bisschen erweitern, dass wir mehr Platz haben. Wo war jetzt nochmal mein Gefängnis? War das, ich glaube, es war hier vorne, ne? Oder war das das da vorne? Ich glaube, es war das hier. Tatsache, Leute. Okay, so, kurz hier parken. Okay. So, holen wir den mal ganz kurz hier raus. Ey, jetzt ist er einfach zum Mädchen geworden. Okay, dann pass auf, dann packen wir ihn jetzt mal hier in die erste Zelle wahrscheinlich rein. Also hier jetzt in die Zelle. Und schon haben wir unseren ersten Gefangenen, Leute. Was auf jeden Fall schon mal echt cool ist. Ich will auf jeden Fall gucken, wie wir unser Auto upgraden können. Ich glaube, hier vorne haben wir auch schon eine Stadt, Leute. Genau, hier ist vorne eine Stadt. Das heißt, wir können auf jeden Fall direkt weitere Gefangene holen. Und ich glaube, je mehr Gefangene wir haben, desto mehr Geld bekommen wir. Und dann können wir natürlich auch andere Werte und sowas kaufen. Aber erstmal fahren wir jetzt hier ganz kurz hier in die Stadt rein. Und oi. Hier ist aber ordentlich was los, ne? So, hier du mit der Mütze. Du gefällst mir gar nicht. Warte, du gefällst mir gar nicht mit der Mütze. Hallo. Stehen bleiben. Sie sind unter Arrest. Hallo. Die wollen sich hier gegenseitig schützen, Leute. So, jetzt aber. Jetzt haben wir ihn. Okay, mit der Mütze. Und ich habe ihn jetzt hier eingesammelt. So, will der mein Auto klauen? Nee, ne? So, rein mit dir jetzt hier ins Polizeiauto. Leute, ich glaube, wir müssen gleich mal gucken, wie wir am besten noch mehr... Wie wir am besten mal mehr Geld machen. Wir haben jetzt $10 und einen Gefangenen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ordentlich mehr. Vielleicht mal im Shop, Leute. Wir sollten auf jeden Fall noch ordentlich was bekommen. So, jetzt hier ganz kurz anhalten. So, und dann jetzt hier schön. Yuppie. Und jetzt können wir, Leute, jetzt können wir nochmal eine weitere Person ins Gefängnis reintun. So, Joey ist jetzt auch im Gefängnis und ich gucke jetzt mal ganz kurz. Wir können ja auf jeden Fall hier anscheinend sogar ein paar Sachen bauen, ne? Das heißt, wenn unser Gefängnis zu voll ist, müssen wir das anscheinend sogar dann noch erweitern. Und deswegen, ich sammle nochmal ganz kurz ein paar Personen ein, damit wir auf jeden Fall, glaube ich, die Zellen voll haben, weil dann... Guck mal, jetzt haben wir... jetzt kriegen wir quasi $20 pro Stunde. Also wir kriegen $10 pro Stunde für einen Gefangenen. Und ich muss auf jeden Fall gucken, dass wir auch dann... guck mal, ich gucke gleich mal... Pass auf, wenn ich gleich mal auf die Person unten klicke, weil ich glaube, da kriegen wir dann neue Gefängnisleute. Beziehungsweise neue Wärter. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall... Und zwar den mit der Mütze nochmal. Ne, ich nehme jetzt hier Frau Rotha. Oder nee, wir nehmen jetzt den mit der Mütze mit. Alles rein hier ins Auto. So, okay, er ist auf jeden Fall jetzt drin. Und jetzt können wir nämlich hier mit dem Polizeiauto, Leute. Yippie, wir fahren nach Hause. Wir fahren nach Hause, Leute. Und zwar haben wir jetzt... Hey, was machst du denn hier? Irgendjemand ist hier zu Besuch, glaube ich, in unserem Gefängnis. Ich glaube es da nicht. So, kurz mal jetzt hier parken. Und wir haben jetzt gerade wieder $20 bekommen. Und jetzt erstmal rein hier mit denen ins Gefängnis. Und hat der... Warte mal, der hat da doch gerade irgendwas hingelegt. So, rein mit dir jetzt hier. Was ist denn das hier auf dem Boden? Die haben jetzt... jetzt muss ich hier sauber machen, weil die hier Müll und sowas machen. Ich glaub's da nicht, Leute. Oh, er sagt, wir haben nicht genug Personal. Okay, das heißt, wir müssen mal ganz kurz gucken. Ein paar Arbeiter. Und ich würde sagen, wir machen doch jetzt mal ganz kurz hier einen neuen Guard. Das heißt, wir haben jetzt hier, zack, Leute, wir haben jetzt einen Typen am Start. Ah, seht ihr da vorne? Wir haben jetzt jemanden, der für uns arbeitet. Und ich glaube, dann,
wird sich, glaube ich, auch gleich kein Gefangener mehr beschweren. Also die wartet auf jeden Fall und guckt auf jeden Fall drauf, dass keiner von denen jetzt irgendwie durchzieht oder sowas. Und dann fahre ich nochmal ganz kurz hier vorne und schnappe auf jeden Fall nochmal direkt einen weiteren. Es wäre halt echt cool, wenn ich mehrere in ein Auto reinpacken kann, ne? Muss ich mal gucken, ob ich das kaufen kann mit Robux. Das ist ja nämlich... Hey! Ich habe minus 5 Dollar gerade bekommen, weil, ach, der kostet Geld, so ein Guard. Ach so. Okay, warte mal, Leute. Ich glaube, ich kann jetzt, habe ich wieder plus 25. Okay. Dann muss ich auf jeden Fall jetzt ein paar mehr Gefangene haben, dass wir quasi dadurch mehr Geld bekommen. Und ich glaube, ich werde es vielleicht so machen, Leute, dass wir, oh, das Ganze dann erweitern. Also jetzt hier kurz wieder parken. So. Und rausholen. Yeah. Und rein mit dir in die Zelle. So. Wir können hier anscheinend auch sogar noch so einen Repairman und sowas. Oh Gott, der bringt uns anscheinend. Nee, der kostet 55 Dollar. Also ein paar Sachen. Okay, er sagt, das Gefängnis braucht mehr Betten. Okay. Also es sagen zwei Leute. Dann würde ich mal sagen, dann bauen wir jetzt hier auf jeden Fall ganz kurz mal hier. Und zwar, wo ist das hier? Wir brauchen mehr Betten, Leute. Wir haben ein Holzbett. Okay, warte mal. Das heißt, wir können jetzt theoretisch, Leute, ihr könnt auch draußen schlafen, wenn ihr euch beschwert, ne? So, hier kurz ein paar Betten, Leute, für die, die sich draußen hier beschweren. So, könnt ihr nebeneinander schlafen, ne? Könnt ihr kuscheln. Mal gucken, ob sie sich da auf jeden Fall immer noch weiter beschweren, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall mal nicht. Ich will auch mein Cargan upgraden, ne? Ich guck mal ganz kurz, was wir kaufen können. Wir können nämlich theoretisch einen Militärtruck kaufen. Und das Ganze mache ich jetzt auf jeden Fall mal. Ich kaufe jetzt mal ganz kurz das Militärtruck, Leute, für 300 Robux. Und dann gucke ich mal ganz kurz. Ich brauche Earnings Boost, mache ich auch mal ganz kurz. Jetzt hier einen kleinen Earnings Boost. Dann ist die Finanzspritze auf jeden Fall gekauft, Leute. Und jetzt können wir es so machen, dass wir vorne... Warte, muss denn eigentlich der Militärtruck? Muss ich den noch auswählen? Ich habe doch gerade einen Militärtruck gekauft, Leute, ne? So, wir haben jetzt gerade nur noch 5 Dollar. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Gefangene, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall viel, viel mehr Gefangene. Jetzt kriegen wir sogar gerade schon 60 Dollar pro Stunde. So, du hier mit den Baconhaaren. So, einmal ganz kurz festnehmen, ne? Du bist gefasst. Du bist gefangen genommen. So, jetzt kurz mit dir ins Auto wieder rein. Jetzt hier so, zack, ins Auto. Und dann gucke ich mal ganz kurz da vorne, weil ich glaube, oh, es wird auch sogar gleich schon Nacht. Ne? Wir haben jetzt hier gerade 16 Uhr. Ein neuer Gefangener kommt hier. Ich hoffe, ihr begrüßt ihn alle sehr, sehr nett. So, einmal ganz kurz hier raus mit dir aus dem Auto. Und jetzt können wir den ganzen hier mal reinpacken. Und rein mit dem. So, was sagt einer hier? Ich kann nicht Sportequipment finden. Da ist doch alles. Ihr könnt doch hier laufen und Bank drücken und sowas. Oh, es sind... Okay, es sind zu viele Leute. Okay, warte, dann ich baue dir was hin. Wir sind Sportequipment. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann, ich hole mal ganz kurz... Boah, das kostet 150 Dollar. Wie viel Geld habe ich gar nicht? Ich würde jetzt gerne meinen Militärtruck nutzen, Leute. Ich habe doch gerade einen Militärtruck gekauft. Oder nicht? Hier, guck mal. Wo ist denn der jetzt hin? Muss ich den erst hier hin... Ah, Militärtruck. Und ich glaube, den... Ach, das ist nur für Optik. Okay, also ich glaube, ja gut, man kann ihn jetzt schlecht hier reinpacken einfach, ne? Also ich könnte es theoretisch machen. Ah, das ist dann... Okay, warte, ich pack den hier an die Seite, Leute. So, kann ich den auch drehen, ja. So, Militärtruck hier an der Seite. Und jetzt steht hier einfach einer. Und der bringt anscheinend 12 mehr und Geschwindigkeit auch ein bisschen mehr. Das heißt, ich mache jetzt auf jeden Fall direkt 2 Militärtrucks hin. So, und... Oh, warte. Ah, ich habe hier keinen... Okay, keinen Platz. Okay, jetzt haben wir wieder einen Militärtruck gekauft. Und oh Gott, das ist schon dunkel geworden. Wir müssen uns jetzt beeilen, Freunde. Denn die Gefangenen werden in der Nacht richtig aktiv. Und die dürfen auf jeden Fall hier keine Verbrechen begehen. Wir haben schon 205 Dollar. Alter, das ist schon echt ordentlich jetzt gerade. Also ich fahre jetzt hier mal ein bisschen mehr durch. Denn die hier, Leute, das kann man nicht machen. Und zwar so gebräunt und dann blonde Haare. So, rein mit dir ins Auto. Und dann einmal ganz kurz hier... Reach! Okay, haha. Ey, Leute, es ist so dunkel gerade, ne? Wir müssen jetzt schnell zum Gefängnis hin und da jetzt ein paar Sachen machen, damit wir auf jeden Fall nicht so krass im Dunkeln arbeiten müssen. Wir haben jetzt schon 6 Gefangene, was echt gut ist. Ich würde gerne so ein neues Polizeiauto haben, muss ich sagen, ne? Das wäre echt ganz schön cool, weil bis jetzt ist es ein bisschen immer nervig, dass man nur eine Person mitnehmen kann. So, okay, was sagen die? Ich habe keine Dusche... Alter, die ist doch eine Dusche. Okay, pass auf, wir müssen ein paar mehr Arbeiter einstellen. Das heißt, wir ziehen mal ganz kurz anscheinend ein paar... Oh, da können wir in Prison. Wir können auch einen Namen geben. Das Brox-Gefängnis, Leute. So, Brox-Gefängnis. Huch, muss auch richtig schreiben. Brox-Gefängnis, so. Und dann machen wir noch einmal ganz kurz hier Arbeiter. Und dann holen wir ganz kurz, zack. Und noch einen. Und dann machen wir, glaube ich, noch einen Chefkoch, Leute. So. Okay, haben wir jetzt ordentlich was geholt. Jetzt sind die eigentlich alle zufrieden sein. Guck mal, ihr kriegt jetzt alle was zu essen. Schön, oder? Schön was zu essen von dem Chefkoch. Trotzdem beschweren sich anscheinend immer noch Leute, dass es nicht genug Betten da sind. Kein Problem. Ich kann auch noch mal ein paar Betten hinbauen, ne? Aber guck mal, das Ding ist, warum kann ich den Militärtruck denn nicht nutzen? Kann ich auch vorne hinspawnen? Ach so, ja, ich glaube, ich kann auch mit dem fahren. Oh, oh mein Gott, da können 12 Leute rein.
Yo, ich Idiot, guck mal. Jetzt können wir einfach ganz kurz, Leute. Ich kann da jetzt 12 Gefangene reintun. Oh, das Gefängnis wird gleich so überfüllt sein, Leute. Hier können einfach 12 Gefangene rein. Okay, ich bin gerade sehr, sehr, sehr gespannt. Mal gucken, wie viele wir jetzt gleich da reinmachen können. So, hier, jetzt haben wir hier. Cheat. So. Und jetzt haben wir erstmal. Oh, der mit dem blauen Haaren. Der mit dem blauen Haaren hier. Einmal, sorry. So, rein mit dir. Ho. 1 von 12. Okay, jetzt hier der mit dem Irokesen. Rein mit dir. Ey, das ist ja jetzt viel besser. Yo. Okay, hör auf zu laufen. So, rein mit dir jetzt hier. Ey, können wir jetzt quasi alle von dieser Straße festnehmen? Okay, es sind auf jeden Fall gerade zu viele, sehe ich gerade, ne? Ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal ganz kurz 5 Stück rein. So, die, oh, warte, die mit den roten Haaren auch nochmal ganz kurz hier. Lara Croft, so, rein mit dir. Jetzt haben wir 5 Leute in unserem Auto und die werden jetzt gleich alle in unser Gefängnis reingepackt, ne? Ey, das ist ja zu krass. Okay, jetzt komm schon jetzt hier, Leute. Wir sind hier mit dem Militärwagen unterwegs. Und dann einmal, itch. So, eingepackt. Jetzt kann ich hier, glaube ich, nämlich erstmal eins zur Zeit, genau, nehmen und reinpacken. Nehmen und reinpacken. Dann noch ein und dann reinpacken. Oh mein Gott! Massive Riot. Leute, die übertreiben, glaube ich, gerade anscheinend alle. Die prügeln sich. Aufhören. Aufhören. Hört auf, euch zu prügeln. Wir brauchen mehr Wärter. Leute, wir brauchen mehr Wärter. Schnell. Die prügeln sich anscheinend gerade. Mehr Wärter. So, Wärter. Ey, Leute, ohne Spaß. Wir müssen jetzt gerade stoppen. Die sind hier alle. Guck mal hier. Ey, die machen hier komplett Der will hier ein Loch graben, oder was? Guck mal, die boxen sich alle. Aufhören jetzt. Ey, guck mal, der baut hier schon wieder ein Loch, Leute. Ich glaub's da nicht. Hört auf. Ey, die machen hier Löcher rein. So, jetzt stoppt die mal alle ganz kurz. Wie sieht das denn aus? Okay, so. Und jetzt macht die da... Hä? Escape-Tunnel? Und, okay, Riot ist fertig, Leute. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Heute spielen wir eins der lustigsten Roblox-Spiele aller Zeiten. Wir können alle Dinge greifen und wegwerfen, auch Personen. Schau bis zum Ende, um nicht dieses lustige Video zu verpassen. Los geht's. Yo! Kaspar, was geht ab? Broxo, was geht ab? Guck mal, wo wir sind. Ein kleines Hühnchen hier. Was ist das denn für ein kleines Hühnchen? Kannst du das nehmen? Ich hab's. Was ist? Warte. Zack, schmeiß weg. Ja, Alter. Wir können ja alles greifen und wegwerfen, ne? Warte mal, wenn du sagst, wir können alles greifen, dann kann ich doch bestimmt auch... Ja. Hey! Hey! Weg mit dir! Hör auf! Wow, du hast mich mitgeschleudert! Okay, warte mal, dann. Warte mal, denkst du, wir können da vorne auch das Haus wegschleudern? Oder hier die Bank erstmal? Hau ab! Warte mal, ich nehme hier mal die Bank und. Oh mein Gott! Weg mit dir, du blöder Tisch! Man, oh, wow! Oh, warte, der klaut dir deinen Tisch. Der will, oh, was? Der fliegt! Du kannst mit dem. Der fliegt! Sachen, ach, man muss es nur schlau machen. Das ist hier die hölzerne Tiere. Warte 5 Sekunden in dieser blauen Box, um diesen Bereich zurückzusetzen. Okay, dann lassen wir hier kurz warten. Warte mal, guck mal, dieses Ding, dieses Schinken-Ding, guck uns wieder an. Oh! Alter! Ach so. Und jetzt kann ich die einfach nehmen und wegwerfen. Wie können wir da jetzt drauf reiten, ist die Frage. Lol, so! Guck mal, ich bin hier oben drauf! Wow! Wow! Wow, Kaspar! Ja, Kaspar! Vorsicht! Ey! Hau ab! Lass mich hier vorne hin. Oh, pass auf, Bruchlandung. Oh mein Gott! Was machst du? Wo bist du? Ich bin hier. Hey, bist du hin? Du bist im Feld, ne? Hey, ich bin hier unten noch bei den Tieren. Wo bist denn du? Ich bin hier oben. Ich bin jetzt bei dem Haus. Warte, guck mal über die Klippe rüber, okay? Ja? Da. Was? Ich bin am Start. Wie sieht das denn aus? Alter. Warte mal, Bauernhof. Okay. Man kann den Bauernhof zurücksetzen. Okay, stehen wir mal ganz hier drin. Dann wird der Bauernhof zurückgesetzt. Aber ich glaube, der ist schon zurückgesetzt, ne? Ich glaube, der ist schon ganz, ne? Ich glaube, ja. Ja. Oh, nee, wir haben noch hier... Trecker, hier! Lol! Mistgabeln und sowas. Guck mal hier. Hier, guck mal. Okay, warte mal. Oh mein Gott, da hängt eine Gabel. Ich seh's gerade. Was? Alter, die Gabel in dir drin. Wow. Was machst du da? Du musst mich drehen. Da. Wow, was machst du? Hör auf damit, sag mal. Ja. Wow. Ey, das war so viel Spaß. Lass mal hier in die Scheune reingehen. Lass mal gucken, was wir hier in der Scheune haben. Wie steige ich denn hier von dem Ding überhaupt ab? Das geht jetzt. Ey, guck mal, wir haben ich habe die Gabel in meinem Körper. Was? Du hast mich aufgepiept. Achso, warte. Ich bin Arzt. Zieh raus. Ja, danke. Okay. Sehr, sehr wichtig. So, lass mal hier in die Scheune reingehen. Kann man nicht auf die Art? Ja, kann ich die Ding. Hau ab! Hey, hau ab! Komm her! Tür zu! Komm jetzt sofort her! Du brennst! Ja! Hör auf damit! Ich hab so noch ein Spielzeug. Ich hab noch ein Spielzeugmenü, ne? Ich kann mir auch Sachen für Robux kaufen. Willst du nicht mit mir anlegen, sag ich dir. Das ist eine Ansage, sagst du, eine Kampfansage? Das war eine kleine Kampfansage. Also, wenn die davon noch einen zweiten Part sehen wollen, dann müssen die jetzt ein Like da lassen. Und in meinem zweiten Part werde ich mir alles mit Robux kaufen. Aber erstmal Paletten. Oh, ey, wie kriegst du die Sachen so krass weggeschleudert? Ich krieg die gar nicht so weggeschleudert. Du bist da oben? Warte mal, krieg ich dich so gegriffen?
Glaub mir, ich krieg dich noch. Du brauchst gar nicht abzuhauen. Ich bin auf dem Dach. Ich krieg dich jetzt. Wo bist du denn? Also ich komm schon. Wo bist du? Warte, hier oben. Kriegst du mich? Ich kann nicht mehr runterfliegen. Ja. Oh, wow. Okay, das war eine Sturzlandung. Ey, ja. Aua, auf. Okay, pass auf, warte mal, lass mal. Ich nehme jetzt mal so ein UFO da vorne. Mal gucken, was die machen. Ja, genau, lass mal ins Weizenfeld reingehen und lass mal danach zu den ganzen anderen Häusern hier, ne? Weil wir haben noch richtig viele andere Sachen, die wir nutzen können unten. Lass mal andere Leute pranken da unten. Okay, wollen wir die ein bisschen ärgern, sagst du? Ich sehe hier. Das wäre richtig cool, wenn wir die ärgern. Das ist, glaube ich, richtig lustig. Oh mein Gott, wir können ja sogar an so einem Automaten drehen. Warte mal, ich drehe mal ganz kurz an Automaten. Zack. Mit dem. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was wird? Was kriege ich? Was kriege ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kürbis. Kokosnüsse. Oh mein Gott. Wie, 75 Münzen? Ich habe Münzen bekommen. Ich habe 75 Münzen jetzt. Ich will auch. Hier, hier sind Münzen. Danke, korrekt. Ja, aber was bringt das? Guck mal. Guck mal, was ich mache. Lol, auf der Münze drauf. Ja, man kann nicht kreativ sein. Ey, wie hast du da dran gezogen? Hier einfach jetzt irgendwie. Hä? Hab ich jetzt? Ah, jetzt hast du drin. Oh, was kriegst du? Bitte Brokkoli. Keine Kokosnüsse, sondern schon. Oh mein Gott. Ja, Hot Dogs. Was? Wow, 125. Was? Alter, kriegst du mehr als ich? Warte, was können wir uns mit den Münzen kaufen? Wir haben jetzt hier so einen kleinen Shop. Oh mein Gott, was ist das denn? Warte mal, ich habe jetzt hier was gekauft. Ein Funkenschläger. Ja. Ah! So, ne? Ja. Oh, ab damit! Geh weg! Geh weg! Feuerwerk! Ab damit. Hau bloß ab Feuerwerk! Damit. Feuerwerk! Aber warte, man kann eigene Sachen auswählen. Ne? Ich kann jetzt zum Beispiel auch. Oh. Hier, warte mal, siehst du das hier? Ein Schwert, ne? Ja, das ist meins! Hau ab! Wirst du wohl! Oh! Rein! Ey! Ja, ich bin mit drauf! Nein! Wow. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm angeflogen, Grox, so da unten bist du, hä? Ich sehe dich. Hier, steig auf, wir fliegen irgendwo hin. Lass mal da vorne zu dem Haus hingehen, wo ich gerade hingucke. Ey, was ist denn? Okay, zu dem großen zum. Ey, hör auf damit! Hey, was macht er? Warte mal, da vorne ist noch ein Automat. Lass zum anderen Automat. Dahin fliegen. Ich nehme die Glocke, Mein Ballon ist verlangsamt. Ey, hier ist so ein Mülleimer. Zwischen da? Du musst mal disconnecten, dann wieder connect drücken. Also ganz schnell loslassen, dann wieder anfassen direkt. Dann bist du viel schneller. Oh mein Gott. Ja, und jetzt schnell wieder. Was machst du? Ja, weißt du, der Ballon, guck, wie er hinfliegt, der Ballon. Alter, der. Oh mein Gott, ich kann jetzt hier. Oh nein, das hier kann man nur alle 12 Minuten dran ziehen. Ah, das heißt, es ist egal, welcher Automat, ne? Okay, dann lass die Glocke nehmen und hochfliegen. Ja. So, pass auf. Ja, okay. Hier. Warte, nimm mich mit. Warte. Ey. Lass mal erst draufstellen, beide. Beide drauf und jetzt fliegen. Warte, ich bin noch nicht drauf. Yeah. Hey! Komm, dann nehme ich hier halt diesen Ballon hier, das geht auch. So, zack. Lass mal zu dem Haus da vorne hin. Da ist nämlich so ein Haus, das wir, glaube ich, erobern können. Weil vielleicht können wir das komplette Haus auseinanderreißen. Ey, ich brauche die Glocke, ich komme hier nicht hoch anders. Du kannst eigene Sachen spawnen. Achso, ja, warte mal. Ich nehme mal. So, und zack, ich bin da. Okay, sehr gut. Die Glocke macht sogar Geräusche. So, warte mal, ich hieß gerade eine, die schubst jetzt runter. Ja. Wuppa! Oh mein Gott, ich seh's mit dem Lila. Lol, wo bist du denn gerade? Hier bin ich, hier oben. Ich komm mal. Ey, wir können das komplette Haus auseinander machen. So, bin wieder. Warte mal, sie ist sauer. Hilfe, sie ist sauer. Nein, 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 nein. Was ist ihre Freundin? Ah. Was machst du? Nein! Hilfe! Was macht sie? Sie lässt mich nicht los. Verdammt. Kasper, Hilfe, sie lässt mich nicht los. Was passiert hier? Ich rette dich. Komm. Warte, ich bin frei, ich komme wieder nach oben. Ich sehe dich auf dem Tisch. Ja, soll ich dich einsammeln irgendwo? Komm, ich sammle dich ein. Hier unten bist du noch. Ich komm. Warte, hier bist du noch. Ich bin wieder oben. Achso, oh Gott, das ist eine andere. So. Hier, so, zack, da komm ich angepisst. Wo bist du? Da oben. Kann ich hier Glas auch abmachen? Ne, das Glas kann ich nicht abmachen. Warte mal, da müssen wir uns anschleichen. Da unten ist jemand. Hey, und jetzt weg damit! Yo! Alter! Hä? Was? Was ist mit dem? Was macht der? Ah. Wow! Oh mein Gott! Hä, was macht der? Der hat irgendeine komische Maschine, eine Zeitmaschine. Der hat sich Mayonnaise gesnackt oder sowas. Lol, ja, Mann. Okay, warte mal. Dann lass mal hier ins Haus reingehen. Oder. Opa, so. Hey, Mann, also ist ein Würfel. Der hat sich Essen reingesnackt hier. Okay, würfel mal eine 6. Oh. Habe ich. Es ist sogar eine 6. Es ist eine 6. Wow! Oh mein Gott. Oh und Gott. Eine 5. Eine 5. Okay, warte, lass mich mal. Okay, nee, mach du. Wie der Profi das macht. So, richtiger Bouncy-Würfel. Nein, ah, eine 4. Ich darf aber auch zweimal. Und ja, gut, zack. Okay. Oh, ja, schlecht. Oh, ey, du hast sogar eine 5 gehabt. Ja, 6. Also, guck mal. Alter, wo bist du? Alter,
Okay, noch mal eine 3. Komm rauf hier. Komm auf den Tisch rauf. Komm, ja, lass ich fahr dich Tisch rumfliegen, ne? Lass dich auf den Tisch rumfliegen. So, zack, stell dich drauf. Bist du drauf? Lass mich mal steuern. So. Okay, du steuerst. Auf. Du steuerst. So, okay, dann lass mal. Wollen wir da rechts rüber zu diesem China-Haus davor? Oder ja, auch lass auf die Insel rauf. Auf die Insel oben. Auf die Insel rauf. Aber auf die Insel. Ab geht's. Alter, was ist denn hier für eine Farbe? Wow. Oh mein Gott. Wow. Wo bin ich? Ich bin im Boden. Du musst mich holen. Wo bist du? Ich hänge im Boden fest. Ich hab dich weggeworfen. Wo bist du? Ich bin genau unter den Schienen oben bei dir. Unter welchen Schienen? Unter diesen Eisenbahnschienen vor dem Haus. Ich seh dich da auch. Wo bist du denn? Nee, ich muss mich kurz zurücksetzen. Ich glaube, ich muss mich zurücksetzen. Aber ist hier so eine riesen Presse oder sowas? Was ist das? Ich glaube, es ist irgendeine große Fabrik oder sowas. Ich bin hier echt gerade bei so einer großen Fabrik. Weil ich check die mal ganz kurz ab. Man kann hier nämlich voll coole Dinge machen. Aber die Fabrik ist leer. Miau! Miau, Mann, die schleudert mich hier alle hin und her. Haut mal ab hier, ey. Warte mal, ich hab locker noch ein cooles Menü. Oh, warte mal. Mann, der Typ soll mal abhauen hier, der nervt. Oh, so, jetzt okay. Du kriegst meine Katze, die ist meine Katze. Oh, du warte. Assi. So, jetzt hab ich ihn und jetzt schnell mit der Katze weg. Ja! Wo hat bist er wohl du? Gedacht, dass er die kriegt. Ich komme mit Garfield gerade angepisst. Alles gut, ich musste Garfield nur ein bisschen dressieren. Ey, hier kommt jemand hoch. Hier kommt jemand hoch, ich muss ihn bekämpfen. Das bin ich. Das bin ich. Das bist du. Wo bist du nur? Das bin ich. Mit Garfield. Was? Ich bin das hier. Warum macht sie Miau? Ja, weil ich die Garfield zu viel. Ich hab der zu viel gefüttert. So, ich muss wieder weg. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Was ist? Ein fliegender Ding. Ja, spring rauf hier. Komm, ich nehme den Garfield mit. Lass woanders hin. Bist du drauf? Ich komm rauf. Ich bin oben. Okay, zack, dann los. Wir gehen hier unten zum gelben Haus. Da unten ist meine Villa, meine neue. Zeig mal deine neue Villa. Der macht ein paar Probleme. Der ist nicht ganz der Schnelle. Vorne. Ey, was machst du? Alter, oh, Garfield ist im Müll gelandet. Garfield ist gerade im Müll reingeflogen. Lass reingucken, ob wir ihn wieder finden im Müll. Komm, lass rechts die Mülltonne, komm. Da tropft das rein in diesen... Da ist Garfield im Müll drin. Stimmt, komm, wir gehen rein hier. Oh mein Gott, da ist er, stimmt. Rein hier! Ich weiß nicht, ob ich hier reingehen wollen würde. Was ist hier? Was ist das? Alter! Das ist einfach nur ein Mülleimer. Ätze! Nein. Aua. Garfield, komm schon, ich rette dich, Garfield! Ich nehm dich mit! Ich nehm dich und Garfield mit! Alter! Was passiert? Ja? Hä? Yo! Was machst du mit Garfield? Wir machen das ganze Spiel gleich noch kaputt, ne? Ich merk das schon. Lass mal da oben zu dieser einen Hütte gehen, okay? Hör auf! Okay, ab zur Hütte! Warte. Ich will auf diese Ballons auf. Jetzt! Auf welche Hütte? Warte mal. Auf diese eine moderne Villa, die da ist. Oh, wow! Ich bin gecrashed. Warte mal, da oben sehe ich dich. Mein Ballon ist voll langsam. Die sind doch voll schwer. Warte mal, ich komme auch mit dem Ballon. Aber die sind voll langsam, die sind voll blöd. Der ist langsam. Ich kann ihn ablegen, aber... Ich kaufe mir jetzt was. Ich kaufe mir jetzt hier mal einen neuen Fernseher. Oh mein Gott, ich habe noch was anderes entdeckt. Man kann auch direkt werfen. Ein Feuerlöscher! Wie jetzt? Oh mein Gott. Ich habe einen Feuerlöscher gekauft. Kann ich den jetzt... Nee. Da ist er und der sprüht sogar. Kann ich damit jetzt umfliegen? Gott, wir können auch voll viel coolere Sachen machen, sehe ich gerade, ne? Warte mal, ich hole mir mal eine Palette hier, so, zack. Palette ich kann jetzt geholt. Diesen Ballon nehmen. Ja. Aber der ist gerade mal... Ich kann Papierflieger. Ich bin jetzt bei dieser blauen Villa, siehst du? Aber irgendwie... Komm da auch mal hin. Welche blaue Villa? Ach, da links daneben. Links von dir, ja. Hier, soll ich dich kurz mitnehmen? Hier, komm, spring drauf. Warte, ich komm. Wo bist du? Komm, rein hier in den Laden. Das ist nämlich ein Einkaufsladen. Das ist doch von dem die Villa. Hier kann man nach oben laufen. Man kann hier nichts nehmen, weil es, glaube ich, dem Typen gehört. Ach, was? Guck mal, ich kann nichts nehmen. Das kann sein. Stimmt. Okay, warte, lass mal aus dem Bereich hier rausgehen. Hä, stimmt, du hast recht. Stimmt, da steht auch hier Owner. Hier, wir können uns als Owner eintragen. Was? Zack, jetzt gehört mir die. Zack, mir auch. Korrekt. Was macht er jetzt? Du bist mein Owner, Co-Owner. Co-Owner. Er hat uns eingetragen, sehr cool. Ist jetzt, so. Jetzt können wir hier Sachen auch nehmen, oder was? Ja, jetzt können wir die Sachen ruinieren und ich schmeiße deine ganzen Sachen weg. Warte mal, können wir sein ganzes Haus kaputt machen jetzt? Werfen. Oh mein Gott, warte, hier brennt was, Lagerfeuer. Oh. Stimmt. Alter, ich bin gespannt, was wir jetzt hier am Ende finden werden. Was ist das denn für ein Ding? Eine Jukebox. Guck mal, da läuft ein Songs auch gerade. Man kann hier... Wow! Die magische... Alter! Die magische Jukebox. Ja, was kommt hier am Ende des Tunnels? Warte, nehme ich ja mit hier. Lass mal zusammen. So, jetzt aber. Okay, und los. Oh mein Gott. Flieg los. Ich flieg da schon. Was machst du? Ich fliege. Hey! Hä, wieso bist du so schnell? Yeah! Ich baue mir auch mal eine Palette hier. Alter! Was, wo sind wir denn jetzt?
Los geht's. Ich komme. Sieht so witzig aus. Was ist denn das jetzt? Ist es am Ende der Karte oder was? Ich glaube, wir haben das Ende der Karte erreicht. Ey, die haben alles einmal durchgespielt. Ist so. Und ich bin im Wasser. Und ich bin... Let's go. Ich kann nicht schwimmen. Hey, Kaspar. Warum weinst du denn? Was machst du? Ich bin ein Baby und mir wurde die Milch geklaut. Oh nein, und wo ist die Milch? Da vorne, hinten oder was? Da ganz, ganz hinten am Ende von diesem schwierigen Parcours. Und das da können angeblich nur Erwachsene machen. Und jetzt sollen wir das schaffen. Was? Guck mal, wir sind so... Alter, ich kann Baby und ich kann Looping machen. Guck mal, ein Salto. Ja, Mann. Oh. Ja, Gugu. Okay, komm. Ich okay, wir werden dir deine Milch zurückholen. Keine Sorge, mein Freund. Oh mein Gott, es geht auf Zeit oben. Oh. Siehst du das? Ich sehe es gerade. Okay, das heißt, wer schneller ist, ne? Du willst sogar vor mir ans Ziel kommen und die Milch kriegen, ist meine Milch. Nein, 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 ich schnapp mir die zuerst. Hey, bist du vor mir oder bist du hinter dir? Ich bin hinter dir. Ja, aber jetzt habe ich überholt. Oh mein Gott, hey. Ja. Wieso das denn? Ja, und hier wird überholt. Zack. Nächster, Alter, da sind wir genau gleich. Oh, nein, verdammt. Warte, jetzt. Ja, bist du hängen geblieben, oder was? Oh, ja, ich bin kurz hängen geblieben, aber nicht schlimm. Zack, und rüber. Ja. Nein. Ja. Nein, das kostet so viel Zeit. Nein, auf die Laserwände da auf. Alter, das hat so viel Zeit gekostet. Oh mein Gott, du bist ja immer noch nicht am Start. Oh, Laserwände. Na, 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 die Milch ist für mich. Ich seh dich aber. Komm mal her, Kollege. Gar nicht. So, ich seh dich da hinten auch. Oh Gott. Wieso, was ist da vorne? Nee, nichts. Ich seh dich da hinten, aber hinter mir komm. Du bist fast schon was aufgeholt. Ich weiß, weil du nicht so gut bist, wie du denkst. Natürlich, ich bin der Milchliebhaber, der Profi. Ja, du bist vielleicht Alter, der Milch... der Bait! Das war ein Bait! Man konnte da gar nicht hochspringen. Nee, du musst es doch an der anderen Seite vorbei. Ja, oh, und wer ist an der Seite vorbeigegangen? Hier, der Profi. Brock's der Profi. So, aus dem Weg. Alter, jetzt bin ich. Jetzt gehe ich richtig ab, ne? Ich werde deine Milch komplett austrinken. Ey, lass mal. Das ist auch noch Kakao, habe ich schon angemischt. Ja, ja, du wirst keine Chance haben. Ey, Mann, jetzt berühre ich schon wieder diese blöden Wände. Ja. Ey, wenn du so weiterredest, ne? Ich habe hier einen Knopf, damit kann ich einfach auf ganz entspannt, ne? Weißt Bescheid. Jetzt. Ich habe hier einen Knopf, da habe ich mal ganz schnell so eine Laserpistole, ne? Alter, wie viel Prozent hast du gerade? 22 und du? 25. Boah, du machst ja hier wirklich den Alter, okay. Ich mache hier ernst, ne? Ja, du machst wirklich auch ernst, aber warte mal. Ich glaube, wenn du jetzt einmal runterfliegst, dann habe ich dich direkt, ich sehe dich da hinten schon. Ja. Nein, niemals, ich bin nicht eingeholt. Ja, klar. Ich bin ein absoluter Profi. Es ist unmöglich, dass du mich einholst. Nein! Ja. Ey, nein! Verdammt. Also ich mache hier keine einzigen Fails. Sagst du ja so, wie es ist, ne? Nächster, ich bin ein absoluter... Wo bist denn du? Ich bin gerade bei 28%, ich brauche noch ein bisschen. Alter, hier ist Hagiwagi-Baby. Guck mal. Baby-Hagi oder was? Und Baddy heißt sie. Ich sehe es eben ganz, ganz klein. Oh nein, da kommst du schon, da kommst du schon. Ah, ich habe auch Bock auf mich. Dahin bist du. Und dann geh ich mal weiter. Ich krieg dich. Ja, ich bin auch gewartet. Ich hab dich gleich. Niemals. Achtung. Oh mein Gott. Ein Fehler von deiner Seite und das war... Oh mein Gott. Wie hoch ich gesprungen bin. Hui. Okay, aus dem Weg jetzt. Wart mal ab. Lange hast du nicht mehr Zeit. Du hast keine Chance. Oh mein Gott. Na, berühr mal die rote Wand da. Nix da, mach ich nicht. Ja. Au. Ja, mein Ziel, ja, und überholt. Alter, wie langsam ist man, wenn man drauf geht? Ja, da musst du auf die warten, bis die Treppe da ist, ne? Und es wird durchgezogen. Alter, man ist da übertrieben langsam, wenn man drauf geht. Ja, Mann, ich bin dreimal schon drauf gegangen. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie lahm ich war. Alter, man fängt ja gefühlt an, wieder zu krabbeln. Okay. Und Sprung! Nee. Alter, mit Salto. Nee. Oh mein Gott, ich habe schon Stufe 40 erreicht, ne? 40% schon. Ja, ich sehe dich vor mir, ne? Du bist nicht weit entfernt. Ich dachte, ich wäre die ganze Zeit vor dir schon. Ich hol dich gerade wieder ein. Will ich nicht sagen, also, ne? Aber... Oh mein Gott! Ich hol dich jetzt wieder ein. Oh mein Gott, das ist ja der übelste Bait gewesen! Oh mein Gott. Da das Speed-Ding zu holen. Oh. Na, na, komm, ich komme mal näher, Kaspar. Nein, bitte geh weg. Ich komme mal näher. Zack, zack. Alter. Oh mein Gott. Hau ab, bitte. Alter, ich komme immer näher. Du hast keine Chance. Nein! Ha? Nein, das ist ja voll schwer hier. Ja. Hä, wie hast du das geschafft, als wenn du da direkt hochgekommen bist? Ja, aus dem Weg. Ey, nicht schlecht, nicht schlecht. Tja. Aber? Ich will ja nicht sagen. Ich bin direkt hinter dir. Ich bin ganz, ganz nah auf deinen Fersen. Es sieht ganz schlecht für dich aus. Nein. Ich bin 1 Millimeter hinter dir. Alter, ich sehe es gerade.
Ich hab dich gleich, Kollege. Niemals. Ein Fehler. Einziger Fehler. Ich mach keinen einzigen Fehler jetzt mehr. Okay, okay, bin ich mal gespannt. Kein einziger Fehler von meiner Seite. So. Hier das, den Checkpoint mitnehmen. So. Okay, 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 ist gut. Ja. So. Oh, Alter. Nein, nein, Alter, wie ich hier vorbeigehe. Wie ich hier vorbeigehe. Boah, das war, echt das war auch blöd. Oh. Oh mein Gott, jetzt aber. Nein! Ja! Ja! Nein, ich bin so langsam. Oh nein! Na, wie riecht die Luft da unten, die Windelluft? Er hat einfach den Dings nicht bekommen, den Sprung nicht bekommen. Ja, und es geht weiter. Alter, ich sehe dich, du bist ja richtig weit vorm. Jawohl, ne? Ich hol dich ein. Kein Problem. Du holst dich hier 10-mal ein, oder was? Ja, ich hol dich jetzt ein. Guck mal, ich sehe dich da vorne rumhüpfen. Ein Fehler, Kaspar. Ein Fehler. Ich mach keine Fehler mehr. Ich bin jetzt mittlerweile schon kein Baby mehr, jetzt bin ich ein Teenager. Ja, genau. Das glaubst du doch selber nicht. So, vorsichtig. So, komm mal hier, ich mach einen Seite nochmal anderen. Bist du da auch schon, oder was? Oh mein Gott. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Zwar knapp fast ins Loch gefallen. Ja, safe. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen, wann man genau springt, sehe ich. Ich weiß. Tipp. Wenn du da jetzt echt. Oh! Oh! Alter! Oh. Okay. Okay. Aha. Okay. Ah, ich sehe dich. Ich bin 66 jetzt. Ich bin auf 65. Oh! Ich riech die Milch da hinten, ne? Ich riech die Milch! Da hinten bist du doch schon! Weißt du nicht mit Honig? Komm! Ich komme mal näher, Kaspar! Nein, 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 nein. Doch, doch, da fliegst du schon in der Luft. Ich seh dich doch. Oh Gott. Wie du am Fliegen bist. Oh Gott, Alter, ich zieh auch so krass durch gerade. Ich bin Alter, auch, ich komm gut so durch. Schnell. Bin so nein! Schnell. Nein! Ich glaube, ich bin so lahm. Und ich bin so lahm wie eine Oma. Wieso das denn? Ey, ich bin so lahm wie eine Oma. Gott, danke für die Vorwarnung. Verdammt! Jetzt konnte ich ganz entspannt immer stoppen in der Luft. Nicht mehr lange. So, also... Oh, nein, Mann, ich bin so blöd, ey, ich bin direkt durchs Tja, also jetzt, ne, also jetzt... Jetzt dich noch war's zu kriegen, das für dich. Jetzt schwierig, war's für dich. Aber keine Sorge, ich gebe nicht auf hier. Ich glaube, ein Fehler von dir... Das glaubst du doch wohl selber nicht, dass du mich jetzt noch einholst. Na logisch, du redest hier mit Babykrabbelprofi. Niemals. Du redest hier in Babysprache vielleicht. Aber nein. Das ist das Einzige. Ganz genau verstanden. Du bist hier nicht weiterkommen. Ich seh dich gar nicht mehr. Wo bist denn du? Ja, ich bin noch ein Profi, Alter. Hey, oh mein Gott, ich bin noch fast runtergefallen. Ich bin noch ein Profi. 80%. 80, ich bin 79. So weit können wir nicht voneinander weg sein. Ah, schon, die Checkpoints sind schon weit entfernt, muss ich sagen. Ja, stimmt. Oh, so, guck mal hier, ich mach einen Salto nochmal anderen. Ich bin ein absolutes Profi-Baby. Ich hab dich. Komm, ich seh dich da ganz, ganz hinten, ganz, ganz klein springen. Ich bin Boss-Baby. Ich geb nicht auf. Du bist allerhöchstens. Oh Bimbo-Baby oder so. Wenn man im richtigen Moment springt, fliegt man richtig hoch. Alter, ich habe so viel Boost jetzt gerade bekommen. Keine Chance. Okay. Holt mich niemals ein. Fliegt man. Wow! Wow! Nein, ich bin runtergefallen. Ja, da sehen wir mal wieder alles. Und ich bin schneller. Yippie. Was? Das darf doch nicht wahr sein jetzt. Und ich bin direkt hinter dir. Ich bin direkt hinter dir. Ja, aber du kriegst mich nicht mehr. Natürlich. Nee, ich mache jetzt keinen Fehler mehr auf die letzten 14%. Ja, aber ich hol dich trotzdem ein jetzt. Alter, das sieht doch gerade aus jetzt. Was ist denn das jetzt? Ja, keine Speedboosts und so. Die Profis sind am Start. Oh mein Gott. Oh, das war tückisch. Oh, aber alles gut. Das hat dir ein bisschen was gekostet. Ja, ein bisschen hat mir das echt gekostet, leider, aber nicht schlimm. So. Ich kann die Gewinnerluft riechen da hinten. Ich riech sie auch schon, ne? Ich riech sie auch schon, so ist nicht. Ja. Oh mein Gott! Boah, da wolltest du! Oh mein da Gott! Da wolltest du! Oh mein Gott, ich hab grad... Alter! Wow! Du hast auch den Boost genommen! Ja! Komm schon! Alter, ich bin direkt neben dir! Oh mein Gott, ich hab runterfallen! Oh mein Gott! Ja! Was? Ja! Alter, ich hab dich eingeholt! Hä, was? Du bist... Hast du mich nicht überholt? Doch. Hä? Nein, ich bin 94 jetzt. Wo bist du? Ich seh dich! Nein! Nein! Ich bin gegen die Wand gelaufen! Ich so ein blödes Baby! Ich bin gestoppt! Ich hab's ge... Bitte! Ich bin gestoppt! Bitte, lieber Gott! Bitte jetzt nur einmal noch! Niemals! Bitte! Bitte. Niemals kriegst du mich eingeholt jetzt. 97%. Ey, nein, das kann nicht sein. Auf die letzten 3%, oder? Wow. Mach was falsch. Wow. Mach was falsch. Nein. Ja. Vor meinen Augen. Vor meinen Augen. Und die Milch ist mein. Ja. Nein.
Boah, das darf Auto nicht wahr sein. Direkt in die Lücke. Mann, hast du schon ausgetrunken oder was? Gewonnen. Ja, komm, ein Schluck ist noch drin, ein bisschen kannst du haben. Was geht ab, Kasper? Yo, yo, was geht? Guck dir mal das an. Was? Wie kann man warte, ich komm hier rüber. Und zwar so, doch nein, nicht. Nein, du musst, heute haben wir eine Obby, wo wir zeichnen müssen. Und zwar müssen wir hier. Das heißt, wenn ich das hier so, ach, das sind aber die beiden verschiedenen Ebenen. Okay, diese beiden roten Striche. Oh. Wow. Ah. Ich seh's grad. Wie cool. Was? Und jetzt kann ich aber was malen. Den Stern haben wir jetzt hier bekommen. Oh, ja, Mann, jetzt geht's hier weiter. Jetzt müssen wir... Sterne oh mein so. Gott, nein. Wenn und das jetzt geht. So. Wie cool ist denn das? Ich hab's den Treppe hier so hochgemalt. Ich auch, ich hab's auch gerade hochgemalt. Digga, wie cool. Hä, das ist richtig nice gemacht hier gerade, ne? Oh mein Gott, und wir haben aber begrenzte Tinte. Weiter. Ja, ich weiß. Jetzt können wir hier... Oh. Ah, das ist so eine Box jetzt gerade, oder was? Ah, man muss eine Box da... Nein, ich habe so eine Strichelinie gemalt. Verdammt. Yo, wie easy. Ich habe gestrichelte Linie gemalt. Okay, ich habe es gerade rüber geschafft. Das war richtig knapp bei mir jetzt gerade. Das war aber easy. Okay. Ja, ging eigentlich. Geht's? Okay, hier, warte mal. Bro, das ist ja für Babys. Nein. Hey, lol. Das fällt ja auch runter. Ja, okay, ich hab's jetzt. Lol, jetzt bin ich runtergefallen. Ja, so eine Brücke. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, das ist genau hinter mir runtergefallen gerade. Was? Als ob, Alter, als ich hab's gerade noch rüber geschafft. Okay, das sieht aus wie so ein Bounce-Pad, glaube ich, ne? Kann das angehen? Boah, Bro, ich mal so krasse Sachen. Pass auf. Wow! Nein. Jawohl, ich hab gut gemalt. Sehr wichtig. Zack! Ja, und jetzt easy. Rübergebounced. So. Okay. Sehr gut. Hier haben wir jetzt... Oh nein! Speed! Hä? Oh nein, das ist kein Speed. Das ist nur nicht berühren. Oh mein Gott, Digga. So. Oh mein Gott. Eine Safe-Buch drüber gemalt. So, ja. Und auch weiter gar kein geht's. Problem. Okay, hier müssen wir jetzt, glaube ich... Oh nein, da kommt... Ah, ich habe eine Idee. Glaubst du, wir können irgendwie was malen da oben, dass die da so mäßig... So, ja, und jetzt... So. Ah! Hab ich direkt erwischt. Okay, jetzt warte, vorsichtig. Digga, wenn das jetzt klappt, Bro. Oh. Wenn... Oh mein Gott, das ist nicht mein Ernst. Was hast du gemacht? Ich bin so ein krasser Maler. Wieso? Digga, ich hab einfach so Wände gebaut. Für die Steine, weißt du? Jetzt kommt da keine Steine mehr hoch. Aber trotzdem bist du immer noch nicht oben und ich schon. Also war es ja deins eigentlich Mann, nicht schlecht. Ich hab ja auch Probleme gerade. Unglaublich. Ey, das nächste sieht richtig krass aus. Wie soll man denn das schaffen? Oh, warte mal, ich muss nochmal neu malen hier. Machen wir so und dann hier einmal so. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das klappen wird. Vielleicht schon mal ganz kurz. Zeig mal, was malst du hier? Okay, ich habe jetzt was gemalt, mal gucken, ob es so klappen wird. Das wird eigentlich ganz cool. Ja, Alter, der absolute Profimaler hier. Easy, easy. Nenn mich Picasso. Digga, das ist ja wirklich für Babys hier, diese. Ich habe halt, nur unten gemalt. Okay. Aber man darf nicht. Ah, okay. Und es fällt runter. Okay, aber easy. Guck mal, hier, voll zack, easy. Einfach Loch zack. Gemacht, einfach Rampe im Loch gemalt. Einfach nur so ein Strich gemalt hier. Okay, warte, hier habe ich eine Idee. Haben wir so. Okay, easy rider, so. Digga. Ah, zack. Nein. Oh mein Gott, das muss man so malen? Okay, zack. Dann weiß ich wie. Zack. Und zack, geschafft. Ha. Also ich hab's easy geschafft beim ersten Versuch, ne? Alter, wir kriegen sogar am Ende ein Geschenk. Ja, das wollt ihr nicht verpassen, Leute, was da drin ist. Das ist wahrscheinlich nicht cool. Na, mal gucken, ob es schafft, ne? Du kannst auch mehrmals aufspringen, ne? Ach so, das geht auch. Oh, ja. Aber... Ach, was? Was machst du denn, ey? Nein, du bist ein Noob. Bro, ich dachte, hier ich muss schaff's. Hier muss ich irgendwas ey, krasses was malen. Ey, was ist das? Ich komm hier nicht weiter. Warte mal auf mich. Hä? So... Achso, man kann auch mehrmals, okay, easy, ja, dann ist ja richtig easy, so, zack, und hier der letzte. Ich verstehe. Boom, so, wieso? Lol, was ist denn da jetzt den nächsten geschafft, easy peasy, Alter, gar kein Problem. Lol, das fährt ja von alleine dann mäßig los. Ja, los, komm rauf hier. Das war schwer, rauf. Was, wie hast du das, wie hat dein Ding da reingepasst? Ja, ist ja einfach, voll einfach. Bro, wie hat das da reingepasst bei dir? Okay, warte mal, hier muss ich jetzt irgendwas malen, ne? Chill mal, du bist voll schnell, Bro. Du ziehst voll durch. Alter, du weißt nicht, was hier beim letzten ist. Wieso, was kommt da? Easy. Das ist total brutal hier. Hier zeichnen. Hä? Was ist das für ein Labyrinth? Ja. Okay, so, jetzt muss ich hier das malen. Ah, ne, das ist falsch. Gut, man kann währenddessen auch Sachen löschen, ne? Nur so nebenbei. Okay, ich bin schon durch hier beim Labyrinth. Oh, ja. Ich bin mal ein Profi. Ich warte jetzt auf dich. Wie ein Profi gekommen. Und hier die Leiter hoch.
Easy. Ja, hab gesehen. Sehr gut, sehr gut. Das ging so schnell eigentlich. Okay. Okay, hier weiter. Zeichnen. Ist ja gar kein Problem. Zack. Oh, die Sachen fallen aber so runter, ne? Ja, okay. Dann. So, hier nochmal. Oh Gott. Zack. Oh Gott, du hast recht, die fallen runter. Ja, das ist das Schwierige daran, glaube ich. So. Zack. Und nein, nein, das ist ja übertrieben einfach. Ja, ja, ist safe, safe, safe. Das ist richtig einfach. So, dann hier nochmal. Zack. Zack. So. Und hier, zack. Easy peasy, in den nächsten Stern hier bekommen. Zack. So, zack. Ja, ich komme auch. Alter, was soll man jetzt hier machen? Okay, warte mal. Wieso? Zack. Wo muss man da hin? Ha! Oh. Ach, das ist ja alles einfach jetzt hier. Das ist ja die einfachste Orbit auf der ganzen Welt. Hier einfach so hoch, oder was? So. Hey, das sind Babys. So, einfach hier nach oben laufen. Ah, zack, ja gut, so hast du das gemacht, okay. Genau. Ja, absolut einfach. Hä? Oh, hier fällt's runter. Hä? Oh mein Gott, Digga. Hä? Ja, das ist einfach einfach. Ich habe einfach eine gerade oben rüber gemacht. Ey, jetzt ist meine runtergefallen gerade. Das müssen wir jetzt hier machen. Oh. Bro, was sind das für easy Dinger? Der Stern. Hey, hier muss ich einfach nur, das kann ich so direkt weiter. Hä? Ich brauche nicht sowas malen. Ja, einfach Gefühl eine gerade Wand. Ja, wegen der Bälle halt da nur, ne? Ich hab nicht mal eine gerade Wand. Ich kann einfach laufen. Okay. Ha! Okay, auch geschafft. Nur die Hälfte ist schon geschafft jetzt hier, ne? Ich auch easy. Einfach nur so kleine Rampen. Das ist ja wirklich. Bro, es wird gefühlt immer leichter. Da hatten wir eben viel schwierigere Sachen. Das ist wirklich echt richtig leicht gerade. Oh nein. Was ist hier? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier verschwinden die Sachen einfach. Okay. Hä? Yippie! Geschafft! Boah, Glück gehabt, Alter. Oder? Das war, glaube ich, so? Ja, ja, genau, genau. Schnell! Nee, so? Alles gut. Alles gut. Und weiter jetzt, komm. Ah, ja, okay, ich hab's auch geschafft. Oh nein. Was ist jetzt Ecksprünge, hier? Ecksprünge. Ecksprünge. Glaube ich, oder? Oder kann, nee, ich kann einfach hier hoch. Ich kann einfach, unten durchlaufen und dann neu zeichnen. Löschen und wieder neu zeichnen. Stimmt. Hä? Das ist doch easy, Digga. Ganz entspannt hier. Ich bin der Picasso-Zeichner. Ganz was haben easy. Wir jetzt hier? Schwerkraft aktiviert. Oh. Schwerkraft? Wow. Das ist Schwerkraft. Hä? Weiß ich auch nicht. Das war ja absolut einfach. Muss man ganz normal lang gehen, glaube ich. Und spielen. So, ich spiele nochmal runter. Ah, okay. War das sehr einfach. Hä? Hallo? Kann der oder? Jetzt darauf legen? Ja. Hey, wo bin ich denn jetzt runtergefallen? Oh mein Gott, das verschwindet deswegen. So, und jetzt kann ich hier hochlaufen. Ach, lol. Okay, ich hab schon meinen nächsten Stern jetzt hier gerade. Nein, Bro, das ist voll schwer hier. Wie bist du hier weitergekommen? Was machst du denn jetzt gerade? Hä, das ist übelst schwer. Wie bist du da weitergekommen? Ja, das ist doch vereinfacht. Was hast du denn da gemalt? Ich bin schon gerade beim Vornächsten. Einfach ranhaken, das Ding. Nee, ging's halt nicht, weil das Ding oben drauf hier bei dem Haken war nämlich sowas, das löscht nämlich die Blöcke. Weißt du? Okay, jetzt haben wir hier. Zeichne auf den Knopf, um diese Tür zu öffnen. Oh, ach so. Also echt, oh mein Gott. Okay, das war ja ultra einfach. Ist aber lustig, so, warte mal. Ja. Das wird doch funktionieren, oder? Bleibt aber leider nicht kleben. Boah, jetzt muss ich mal ganz genau gucken. So, zeichnen, alles wieder löschen, spielen. Jetzt bin ich hier. Ah, warte, ich hab's fast geschafft gerade. Ja, das ist überleicht, Digga. Das bounced leider die ganze Zeit nach hinten. Ah, jetzt. Wieder hier am Anfang. Spielen. Warte, kein Problem. Ey, jetzt fahr ich runter. So, das heißt, jetzt kann ich hier so rüber. Zack. So. Ja, der Rest ist ja jetzt ultra einfach. Du kannst einfach eine Brücke bauen zwischen den ganzen Sachen. Und jetzt muss ich einmal alles löschen. Dann muss ich einmal zeichnen. Drücke, ach so, die beiden Tasten, um den Knopf zu öffnen. Das ist ja voll einfach. So, und jetzt? Welche beiden Tasten? Das sind so zwei Tasten. Oh, nee, oder? Hä? Boah, Bro, was soll man denn da jetzt machen? Oh Gott. Gehen? Ich hätte eine Idee. Ja. Aber das, ah, warte, okay. Oh mein Gott. Es fällt die ganze Zeit runter. Oh mein Gott, das wäre die verrückteste. Ey, es klappt. Nein, deine bewegt sich gerade nach oben. Schnell! Ja, ich hab's. Wie hast du es gemalt? Hier ist es gemalt. Alter, irgendwo eine ganz, ganz verrückte Konstrukt, ganz hier gemalt. Was ganz Verrücktes. Keine Schnell Ahnung. Schnell runterspringen. Ich glaube, ich hab's auch. Gucken. So. Das hier sieht jetzt auf jeden Fall auch nicht. Sieht auch krass aus. Nein. Warte noch. Ich muss hier erstmal rüberkommen. Ah! Okay, hier bin ich gerade drauf gegangen. Oh. Oh Gott. Ja, ich hab's auch sehr gut. Okay, so. Was müssen wir hier also machen? Wenn das ist ja ultra einfach.
Das ist nicht deren Ernst. Hä? Achso, man darf sich berühren. Ah, okay. Hä, es ist einfach nur ein V. Ja. Nur ein V. Hier? Hä? Das ist echt. Was da machen? Also echt, hier musst du eben nur kurz was Großes machen. Also, meine Sachen sind ultra einfach, ne? Da kann ich echt nicht verstehen. Ich merk das. Hier bewegt sich das jetzt. Digga, ich hab aber eine Brücke über beide rüber gemalt. Ey, ich fall runter. Ich hab eine Brücke über einfach beide rüber gemalt. Hä? Ehrlich? Ja, wie leicht war das? Ich darf hier einmal kurz rüberfahren. So. Und genau, kannst auch das machen. Genauso leicht. Zack. Okay, also das war ja wirklich Babyklacks. Das war ein Babyklacks einfach. Hier müssen wir, glaube ich, einfach so... Zack. Einfach nur hoch machen. Einfach nur so haken. Hä? Oh Gott. Das ist voll leicht. Oh Gott, mein ist gerade fast runtergefallen. Oh mein Gott, das ist auch die volle... ist jetzt die letzte Stage. Oh ja, ich sehe es gerade. Das Riesengeschenk. Nein, wir müssen unten auf irgendeinen Knopf drücken. Oh mein Gott, du musst selber so mäßig markieren und das muss unten drauf fallen. Ha! Wie cool ist das denn? Jahrmarktspiele. Okay, oh Gott, komm schon. Komm schon, das ist ein Glück. Das reicht, wenn du einmal klickst, ne? Das reicht, wenn du einmal klickst. Jetzt, ich hab's, okay. Ich hab's noch gar nicht. So, und jetzt muss ich eigentlich nur... Ja, ich hab's. Ich kann einfach durchlaufen. Digga, das war ja voll cool am Ende nochmal. Ah, jetzt habe ich einen. Okay, man muss halt einfach die ganze Zeit voll auf drauf drücken, ne? Ja, ja, einfach drücken, einfach klicken die ganze Zeit. Und den letzten auch den Stern. Und jetzt und hier das riesen Geschenk! Yo! Rebirth! Was ist das für ein böses Geschenk? Money! Verdammt! Oh, Kaspar, guck mal! Was? Wir sind bei Opa! Aber wir müssen zusammen sehr cool durch Opas Haus zusammenhalten. Durchgehen. Okay, ja, wir müssen euch zusammenhalten. Das ist eine Teamwork-Obby. Okay, hier rüber. Ja. Oh, guck mal, der hält uns das hier gerade gedrückt, damit wir hier rüber gehen können. Richtig, oh, guck, wie viele wir sind. Richtig, guck, wie viele wir sind. Okay. Alter, das sind richtig viele. Hier geht's weiter über diese Wasserstrahl. Und pass auf, Opa ist nämlich böse geworden, deswegen müssen wir ja jetzt abhauen. Au! Oh. Wie geht ihr alle gleich dreizehn Strau? Was macht denn ihr? Warte, ich kann jetzt hier die Leiter auch gehen. Oh. Hä? Ach so, und dann kannst du auf den Knopf drücken. Ja. Kann jetzt, glaube ich, das Ding da oben. Warte. Ist da ein roter Knopf? Ist da ein roter Knopf? Ja, jetzt. Okay, mal nochmal. Hier, nochmal. Ah, warte. Jetzt. Bro, okay. Ist immer nur eine Sekunde auf. Okay, komm durch. Schnell, ich drück drauf hier. Okay, warte, ich komm. So. Okay, sehr rein gut. Hier. Sehr stark. Gut, dass ihr gewartet habt auf mich. Das war sehr korrekt. Oh nee, okay, guck mal, ich sehe es hier. Ah. Okay. Und los. Durch. Okay, geht schnell durch. Okay, ich komm, warte. Ja, die drehen ja auch gerade alle um. So. Ah, okay, er stellt sie auch rauf. Okay, weiter geht's. Links lang, links lang. Hallo! Ohne ihn. Was denn? Okay, links lang, das ist hier lang gewesen. Okay, geh schnell durch, wir müssen die abhängen, komm. Okay, warte, ich komm. So, hier links stürzt durch. Hallo! Was machst du denn? Von mir aus Spaß kurz. Ich stell mich da jetzt nicht mehr rauf. Nee, der andere steht ja drauf, oder? Jetzt ist der andere steht drauf. Und jetzt kommt der nicht mehr weiter. Oh nein! Wir sind bei Opa im Alter! Oh gut! Pass auf, Opi kommt! Er sieht aus wie der von was ab. Was ist los bei dem? Oh. Der ist auch. Oh Gott. Aus dem Weg! Komm, schnell nach rechts ist hier, Kaspar. Ja, safe. Ganz schnell nach rechts. Locker jetzt auch gleich, aber Teamwork. Hä? Ich glaube ja. Niemals nach rechts. Doch, hier ist ein Schlüssel. Ja, ich hab ihn. Okay, abgeholt. Weiter. Oh, oh Gott. Und entsperren. Ja. Nein! Oh mein Gott, okay, geh drauf. Warte. Jetzt. Okay. Ja, sehr jetzt. Gut. Schnell. Und. Jetzt. So. Achtung. Und spring. Ja. Ja, okay. Sehr gut. Okay, und das gleiche jetzt hier auch beim Roten. Okay, komm. Ja. Okay, sehr gut. Und los, geh rauf. Ja. Okay. Ja. Okay, wir müssen den anderen austricksen. Okay. Okay, warte. Ich spring rauf. Jetzt! Oh, schnell! Nein, Mann! Und los! Lass los! Oh, du bist zu langsam! Mann, ey, hör doch auf jetzt! Komm, geh rauf, der soll jetzt draufdrücken. Komm, Mobby Master. Er will nicht, er weiß, dass wir ihn abhängen wollen. Der ist jetzt schlecht gelaunt. Bist doch hier lang. Stimmt. Nee, da geht's noch höher. Da geht's auch höher. So, jetzt drück du drauf. Er rennt doch einfach. Guck mal, er geht doch nicht rauf jetzt, ne? Doch, er geht rauf. Okay. Okay, ja, so. Schon korrekt. Okay. Korrekt, weiter geht's. Und jetzt seid ihr hier. Komm mal, hat die nicht. Ja, da muss ich okay. Oh Gott, wir sind so gemein. Okay, aber warte. Oh Gott. Nein. Ja, warte. Ja, rot. Ja, danke, jetzt blau. Blau.
Ja, jetzt wieder. Ah, jetzt blau nochmal, blau nochmal. Ich kann das schaffen, glaube ich. Das sagen. Komm, easy. So, hier, komm rauf. Gib mir blau. Blau kommt. Gib mir rot. Oh, was machst du? Gib mir rot, blau schaue ich gar blau. Nicht. Blau. Natürlich, direkt so. Hier vorne. Du musst über rechts gehen. So, genau. Jetzt rot. Rot, jetzt brauche ich wieder blau. Blau kommt. Und blau bis zum Ende. So, weiter, weiter, weiter. Ja, 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 ja. Siehste, war es so schwer. Okay, easy, easy. Fahr mich rüber. Also, Digga. Mann, ey. Oh, du wartest auch mal nicht eine Sekunde, oder? Los, jetzt war. Es geht, hier, geh rauf. Okay, und. Also, Digga. Hallo, sage was dir machst jetzt du denn? Schon. Bro, du drückst drauf, obwohl ich nicht mal draufstehe. Du bist so ein Pranker. Das ist so ein Joke, Digga. So, jetzt du bist so jetzt, ein Pranker, jetzt geh blau drauf. Jetzt geh auf blau drauf. Wir müssen hier weiterkommen. Nee. Ich geh da jetzt nicht mehr drauf. Los jetzt. Wahrscheinlich geh ich da jetzt raus, indem du mich 10-mal runterschmeißen lassen hast, oder? Hallo. Was machst du denn jetzt? Wir müssen weiterkommen. Ja, geh doch weiter. Ich hole euch Moppy Master zurück. Spring doch. Wieso schaffst du es nicht? Du kannst doch easy auf grün springen. Wo geht doch gar nicht. Ey, jetzt fahr ich hier runter. Ah, so, so unkorrekt, ne? Ja, Digga, wenn du mir nicht gönnst, dann gönn ich dir auch nicht. Das ist so schlecht, das ist so schlecht. Jetzt bleib auch drauf stehen, ich mach jetzt. Ja, okay. Okay. So. So. Ja, noch nicht. Rot. Noch nicht. Yeah! Okay, nein, Spaß. So, geh rauf. Okay, ich bin drauf. Sehr so. Gut, ab auf grün. Komm rüber hier. Okay. Ja, okay. Okay, weiter geht's jetzt in der Runde. Ah, das ist jetzt zu schwer. Oh. Alter. Oh nein. Okay, geh rüber, geh rüber. Okay, ich geh rüber, kein Problem. Ah. Ja, so, jetzt hier okay. Grün. Oh Gott, ja, und rot, danke. Ich wusste es so, Digga. Ich wusste es so, so hart, wie ich es wusste, Digga. Ich wusste es so! Ich wusste es auch! Digga! Ja! Tja, sehr damit gut. Hast du nicht gerechnet, ne? Damit hast du nicht gerechnet, dass du es schaffst. Okay, ist blau. Was machst du? Was machst du denn? Nein, was oh, machst nee, du ne? denn? Jetzt sind wir eingesperrt, jetzt musst du dich zurücksetzen. Ey, wirklich, wie unkorrekt kann man sein? Tschüss! Das ist so egoistisch. Drück mir mal auf blau drauf. Drück mir mal auf blau drauf. Ja, hier. Danke. Grün. Zack. Danke. Blau. Blau. Danke. Okay, easy, was oder? Machst du? Blau. Was machst du? Blau kommt. Hier. Grün. Grün kommt. Blau. Kommt. Blau. Blau. Ich steh doch auf. Ich brauch blau. Hau rein. Ich brauch blau. Hau rein, Bro! Ich brauch blau! Du kommst da nicht alleine weiter! Verdammt, nee, natürlich! Okay, na gut, dann komm, dann komm. So, jetzt stellst du dich auf rot. Na gut. Was machst du denn? Was machst du? Okay, das wird nicht klappen. Bro, du wirst mich dann niemals. Du wirst mich dann niemals hochholen. Ich weiß, jetzt wirst du mich dann niemals hochholen. Nein! Natürlich. Du wirst 10.000 Mal runtergehen und ich muss die Leiter 10.000 Mal hochgehen. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Ja, okay, ja, dann los. Okay. So, ich geh jetzt die Leiter hoch. Versprechen, aber nicht brechen, ne? Komm hoch! Na gut. Finger gekreuzt! Was soll das denn? Ich hab den Finger gekreuzt! Was für Finger gekreuzt, Digga? Was soll das denn? Was ist das für ein Versprechen? Also nicht! Ich hab gesagt, ich mach's nicht! Ich hab 10-mal gesagt, dass ich eigentlich nicht machen muss. Wow, ich wusste, dass ich die 10-mal hochlaufen okay, muss. Okay, 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 jetzt komm, jetzt ja, komm ich gut, wirklich. Ja, alles gut, alles gut. Noch nicht! Mann, hör auf jetzt! Okay, aber nur wenn du ein Like da lässt. Ja, okay. Okay, gut. Okay, so. Ich auch. Du musst auch ein Like da lassen, Leute. Okay, was ist das hier? Drück drauf, ja. Oh. Ja! Sehr gut. Oh mein Gott, nein! Ich kann was auf. Komm durch schnell! Ich muss noch kämpfen! Oh Gott. Ich muss kämpfen. Oh mein Opa! Gott, Opa! Opa! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Opa! Hau ab! Ich treffe ihn gar nicht. Ich treffe ihn ein bisschen. Ich hab schon halb down, halb down. Nimm das, oh Opa! Gott. Nimm die oh Tennisbälle! Hier, Opa, schluck das ist Medizin! Hier, Medizin schlucken, Opa! Opa, nimm jetzt! Oh! Oh mein geholt. Gott, was passiert mit ihm? Oh. Ich hab Opa absolut geholt hier, ne? Ich auch. Sehr gut. Und jetzt das Baumhaus hoch. Oh! Ja. Das coolste Baumhaus der Welt. Das coolste Opa-Baumhaus. Oh Gott. Das coolste Opa-Baumhaus. Du sagst es. Yeah. Wow! Alter! Ja, wie schnell! Wo bist du? Ich seh dich gar nicht.
Hier oben. Ah, Alter. Okay. Yeah. Oh mein Gott. Alter, guck mal. Durch was geht diese geheime Tür? Nicht nimm mich rein. Oh. Die Oma sieht richtig gruselig aus. Das ist so eine Hexe, Alter. Das aber Ding hier, ist, guck mal. Das ist jetzt heute mal bei deiner Oma. Letztes Mal waren wir bei meiner Oma. Was? Ja, stimmt, ja, ich weiß, meine Oma ist einfach eine miese Hexe, ich sag dir das, ganz, ganz schlimm. Das ist echt richtig, die ist auch richtig eklig. Ey, okay, die Katzen, also wir sind hier bei... So, hier schon mal an allen Katzen vorbei. Letzte Geheimtechnik, so, das war's, ja, sehr gut, dann geht's hier weiter. Wollen wir heute mal eine kleine Challenge machen? Was denn? Was haben wir heute für eine Challenge? Wenn du drauf gehst, dann musst du mir 50 Euro bezahlen, okay? Wenn ich einmal drauf gehe? Sagen wir, du hast dreimal gut, also, nee, zweimal. Du hast zweimal darfst, nee, einmal. Wir machen Hardcore heute. Nee. Heute machen wir Hardcore, doch. Nö. Ja, und wenn du drauf gehst? Ja, wenn ich drauf gehe, muss ich dir 5 Euro zahlen, haben wir doch gerade gesagt. 5 Euro, wieso? Ist doch ein super Deal, oder was? Was ist das denn für ein schlechter Deal? Ja, gut, dann schlag mir einen anderen Deal vor. Ich habe auf jeden Fall Bock auf eine Hardcore-Challenge heute hier. Ich würde sagen, jeder Tod ist 10 Euro. Wir beide. Oh, das ist auch krass. Okay, da bin ich mal ganz gespannt. Ich sag dir, ich werde dir nicht einmal draufgehen, du wirst nicht 1 Euro bekommen. Pass auf, der am Ende mehr Tod hat, der hat dann halt, kriegt das halt das Geld aus dem Pott. Ja, okay. Der muss also dann zahlen. So, summiert sich dann. Jetzt müssen wir erstmal hier den Ausgang finden, ne? Ach so, also das kommt alles zusammen in einen Topf. Okay. Genau, das heißt, wenn ich jetzt 5 sterbe und du 6-mal, dann krieg ich die 110 Euro. Ja. Alter, das könnte sich schon lohnen, sag mal. Ist das schon das erste Mal? Ist das schon das erste Mal hier, oder? Nein, hier muss man nämlich hingehen. Ich dachte schon, okay. Das dachtest du schon, ne? Dass man hier nicht hingehen muss? Ja, ich hatte schon... Wow! Okay. Was war denn da gerade, Alter? Die Zähne bewegen sich auf irgendeiner mysteriöse... Ja, die sind komischen ganz... Art und Weise. Alter, ich dachte, du gehst drauf. Hallo! Hier? Hallo! Mann, hier eine Lüftung. Ich dachte, bist du blind oder was? Hallo, ist hier jemand in der Tasse drin? Hallo? Da ist keiner. Ist hier irgendwie eine Waffe, die ich abschießen kann? Oh mein Gott! Ein Abzeichen, Alter! Du hast ein Abzeichen übersehen. Ja, hab ich übersehen, aber mein Gott, ich will das Abzeichen nicht. Ich will hier erstmal rauskommen, das bin ich auch schon. Ja, ich komme jetzt auch raus. Kein Stress hier. Keine Panik auf der Titanic. Du brauchst da doch schon wieder 10 Jahre, bis du da raus bist, sag mal. Nö, ich hab das draus geschafft. Komm, so. Dann ist gut, ist okay. Saß hier nicht neben Oma? Oder sind wir in einem anderen Raum, oder? Ehrlich? Ich glaube, wir sind in einem anderen Raum, aber es sieht genau gleich einfach aus. Identische Räume, ne? Sogar die Robux-Kiste. Ja, das ist so ein Labyrinth-mäßig. Oder sind wir nur in einem Traum? Aber bis jetzt, ne? Ich bin echt so fokussiert, hier nicht drauf zu gehen. Ich bin auch sehr fokussiert. Bisher läuft das ziemlich gut, muss ich sagen. Für uns beide auf jeden Fall, muss ich auf jeden Fall euch sagen gerade. Doch. Also noch nichts ist im Pott. Also so langsam kannst du mal drauf gehen, damit ich mal ein bisschen Geld bekomme. Ja. Ne? Langsam kannst du mal drauf gehen. Wieso? Gar nicht. Doch, natürlich. Oh nein, die Sägen, vor denen habe ich ja immer Angst. Die sind richtig, richtig schnell, die Säge, ne? Nein, die ersten 10 Euro im Topf. Verdammt. Jawohl. Nein. So, will ich das schon mal sehen. Jetzt nochmal 10 Euro. Die hast du dir verdient. Die ersten 10 Euro sind am Start. Oh Gott, was ist hier? Hier kann man einfach durchlaufen anscheinend. Ja, und hier muss man auf die Bärenfalle sogar gehen. Guck. Zeig mal, da einfach drauf. Ja. Einfach drauflaufen, oder? Du spielst mit dem Feuer, mein Freund. Du spielst mit dem Feuer. Ja gut, ich spiele mit den Abzeichen. Ja, und ich spiele am Ende mit dem Geld. So, was haben wir hier noch? Du meinst mit dem Geld, was du mir gegeben hast. Ach, gar nicht. So, jetzt sind wir ganz vorsichtig. Okay. Hier schön ausweichen. Alles entspannt. Ich sag dir, früher oder später wirst du noch draufgehen. Ne? Nein, ich sag dir, wo ist überhaupt Oma hin? Eine Kackwurst, guck mal. Oma hat mich ausgekackt, oder was? Hä? Nein! Warum respawn ich auch so lange? Und 10 Euro in den Topf. Okay, also jetzt beide 10 Euro, muss ich sagen. Gleichstand, ja, bisher Gleichstand. Das ist jetzt auf jeden Fall interessant. Oder bist du schon zweimal drauf gegangen? Nein, ich bin gerade einmal drauf gegangen. Bist du nicht da eben schon zweimal drauf gegangen? Ich bin einmal drauf gegangen, immer mit der Ruhe hier. Ja, ich guck mir dein Video an. Nehmen wir Zucker. Fabi, rausschneiden, nehmen wir Zucker. Was für rausschneiden? Nein. Du bist zweimal drauf gegangen. Ich bin nur einmal drauf gegangen. Jetzt sei ehrlich, Digga, dann musst du auf den 20... Jetzt mach auch den Geld. Jetzt bin ich zweimal drauf gegangen. Jetzt ist das das dritte Mal gewesen, Nein, das ist das zweite Mal. Das war das dritte Mal. Das war das zweite Mal. Warum? Du packst 30 Euro in den Topf. Nix da, 20. Naja, gut, okay. Also 30 Euro sind im Topf, du führst mit 10 Euro mehr. Du musst auf das Ei rauf, musst du. Ah ja, okay, dann ich bin da eben schon drauf gegangen einmal, ne?
So, hier. Ah, nein! Verdammt! Ja! Mano, hab ich über den Knochen gestolpert. Mano, bist du denn das jetzt hin? Wehgetan. Ja, ich bin hier drüben gespawnt. Oh, jetzt muss ich hier wieder. Jetzt hast du 30 Euro im Topf, ne? Ja. Nein, ich hab 10 Euro. Also nee, das ist 20 Euro, stimmt. Also 40 Euro sind insgesamt im Topf. Nochmal drauf gehen. So, ah, okay. Alles gut gegangen hier. Okay. Check. Oh nein. Oh nein. Jeder muss einmal entscheiden. Du beim ersten Mal und ich beim zweiten Mal. Ich mach beim ersten Mal. Mir okay, egal. Du entscheidest ja beim ersten Mal. Warte mal, kommt hier gerade jemand, der gleich vorläuft? Nee. Nee, da kommt keiner. Ich sag dir, es ist ganz rechts. Ah, oh mein Gott! Was? Oh mein Gott, es war richtig! Oder denkst du, die zerbrechen? Nein. Es ist nur eins. Ja doch, die zerbrechen. Nimm mal das in der Mitte. Es respawnt nicht. Nimm mal das in der Mitte. Oh, oh mein Gott. Hä? Aha! Okay, jetzt musst du entscheiden. Ah! Was? Ja! Yeah. Nein, es kann nur eins von den beiden richtig sein. Ja, eins von den beiden ist richtig. Ah! Oh mein Gott! Ey, aber das Ding ist, die zerbrechen doch alle, ne? Weil jetzt kommt die Entscheidung. Rechts oder links? Rechts. Hä? Wieso hast du dich für rechts entschieden? Weil das viel dunkler ist. Du hast recht. Andere, okay, die werden zerbrechen alle irgendwann. Das Oma in mega groß. Ekel Oma. Oh Gott. Hier rüber jetzt. 20 zu 20 steht's gerade. Ja, 40 Euro sind schon im Topf. Kaspar. Ich alles. Hab dich im Auge, Freundchen. Ich hab dich ganz voll im Auge. Also das ist auf jeden Fall jetzt gerade noch relativ einfach, ne? Also das geht gerade, ne? Alter, guck mal, die Hände mal von Oma. Bis Oma dich auskackt, ne? Dann ist guck mal, die Hände von Oma, die sehen ja übel eklig aus. Als hätte die so Handschuhe ganz entstellt. An. Ja. Cremst du dir etwa nicht die Hände ein, oder was? Ja, ich glaube, Oma hat irgendwie ein paar Probleme mit der Haut oder so. Hier lang. Okay, jetzt hier schön rüber. So. Oh nein. Wo führt das hier hin? Wo führt das hier nein. hin? Nein. Sie sieht hungrig aus oder so, ne? Wo guckt die hin? Die guckt einmal zur Decke und einmal zum Fußboden. Ey! Hä? Was ist mit der? Die hat mich gegessen. Wieso das denn? Der hat mich aufgegessen. Ja, ich hab dich nur mal vorlaufen lassen. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ne? Ja. Ey, was ist mit der denn los, sag mal? Ja, ich weiß, du wirst auch gegessen. Du bist auch jetzt gerade hier. So, dann hier rüber. Oh Gott. So, 20 Zähne. Euro sind, 40 sind im Topf insgesamt jetzt, ne? Und guck mal, da wurde schon unser Cousin gegessen gerade. Oh, was muss ich denn hier rausspringen, sag mal? Ey, dass ich auch die ganze Zeit immer vorlaufen muss, ne? Musst du gar nicht die ganze Zeit vorlaufen. Natürlich, ich laufe immer vor dir. Sonst laufe ich immer vor dir. Ja gut, kein... Oh Gott. Darf man das berühren oder nicht? Hm? Sag mal. Aha. Ja. Okay. Aha. Hier rüber. Los, pack mal den nächsten 10-Euro-Schein rein in die Töpfe. Ja, du doch auch. So, hier kurz. Was? Zack. Oh mein Gott, die wackeln, die Dinger. Das sind Wackeldackel. Wackeldackel. So, okay, auch rübergekommen. Jetzt müssen wir da ist ihr Herz. Auf Omas Brustkorb springen. Nee. Glaubst du, die kackt uns gleich aus? Ich glaube, die kackt uns gleich mega aus. Sie hat mehrere Gehirne? Einige Gehirne gegessen, auf jeden Fall. Und jetzt kommt hier die Kacke. Als würde Thaddäus rumlaufen. Oh nein, die Kacke. Oh nein! Ist das eklig? Ist das absolut eklig? Das war so eklig gerade. Oh wo sind wir denn jetzt? Pass auf. Draußen irgendwo. Ich weiß nicht. Guck mal, da sind Schlangen oder sowas im Gebüsch. Ich sehe keine Schlangen, du willst mich doch veräppeln. Du verarscht mich, ich sehe keine Schlangen. Ich weiß nur eine einzige Sache, und zwar, dass du gleich den nächsten 10-Euro-Schein bezahlen darfst. Nein, ich gehe auf jeden Fall jetzt nochmal drauf. Hier? Hä? So. Hier kannst du dir Hüte kaufen. Guck mal, da liegt Scheiße auf dem Boden. Wo? Dahinter. Da liegt doch gar nichts, du Veräppler. Entferner. Du Glatzenmann. Ey, gar nicht. Weißt du, was ich dazu sage zu der Glatze? Nur so. Ja, und ich bin so. Und ich bin so. Weißt du? Ja, hör auf. Und dann bin ich so, bei dem Anblick wird mir ganz übel und ganz schlecht. Und weißt schlecht. Du was? Ich guck so, ich hab gewonnen. Juhu. Hä? Was? Okay, krass. Wir sind jetzt am Ziel, aber jetzt ist die Frage, wer bekommt... Wir sagen auf 3 eine Zahl zwischen 1 und 10, okay? Und dann? Und wenn wir, je nachdem, wie weit wir auseinander sind, kriegt der einige... Ach, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, wie das geht. Also, weiß ich echt? Doch auch nicht. Wir machen es anders. Wir machen...
Machen wir das so? Als also Geheimtrick? Was machen wir? Ich halte eine Zahl hoch mit den Fingern. Ja. Und wenn du in der Nähe bist, plus minus eins, dann muss ich bezahlen. Nee, du kannst voll lügen. Nein, ich sage einfach unentschieden. Naja, gut. Wenn du so Angst hast, dann sagen wir. Hab ich nicht, ich bin ein Zombie, ich esse dich jetzt. Du bist ein Angsthase. Du bist ein richtiger Angsthase. Okay, auf jeden Fall unentschieden. Dann machen wir beim nächsten Mal dann weiter. Boah, Kasper. Weißt du, was mich am größten nervt? Was denn? Angst zu haben. Ich mag es nicht, Angst. Du bist voll dunkel, ich muss mir Taschenlampe machen. Ich auch. Das Ding ist, heute, Kasper, müssen wir unsere Ängste und Phobien bekämpfen. Überwinden, okay. Ja, siehst du hier die ganzen Räume? Oh, ja, sehe ich. Ein ganz langer Flur. Angst vor Spinnen, Angst vor Enten. Also, ja, pass auf. Womit möchtest du anfangen? Sag Bescheid. Ich würde sagen, wir fangen mal hier ganz, ganz vorne an, oder? Okay, also wir nehmen jetzt einmal Angst vor Straßen oder überqueren. Die Aerophobie. Okay, komm. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen rein, Kaspar. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an hier. Okay. Bist du gerade auch in so einem? Ich bin hier drin in so einem Sumpf oder so. Aber ich auch. Ich bin hier auch schon, du musst ja auch gerade drüber rennen, ne? Rüber. Ich renne auch gerade über die Straßen rüber. Oh, ich hab Angst. Hey, was bringt das? Ich hab Angst, Kaspar. Oh Gott, hier passiert gleich bestimmt irgendwas, ne? Ich habe auch das Gefühl, hier passiert hier irgendwas. Ja, hallo? Hier fahren bestimmt gleich Autos von rechts oder links oder so. Pass auf jeden Fall auf, dass du nicht umgefahren wirst. Ich höre auf jeden Fall ganz, ganz viel. Warte mal, kann man hochklettern? Kletter auf so ein Haus. Du kannst hier, glaube ich, hochklettern. Okay. Ja, ich sehe es gerade, ja, ich kletter hier mal hoch. Aber du kannst auch nicht hoch, ne? Nee, ich komme nicht hoch. Hä? Vielleicht ist das auch schon die Angst, die man hat, weißt du? Dass das allein schon die Angst ist, weißt du? Das kann gut sein, aber wir müssen ja auch, glaube ich, wieder irgendwo raus oder so. Natürlich ist auch nicht, da sind auch natürlich auch Ängste aufgelistet, ne, die halt nicht ganz so stark sind oder bei, die halt für viele von uns normal sind, aber einige Leute haben halt Angst davor, weißt du? Ja. Also, Kaspar, ich muss ja sagen, das war ja irgendwie gar nicht so gruselig. Also, dass Leute davor Angst haben, ne, kann ich nicht verstehen. Irgendwie. Ich auch nicht. Also, pass auf. Kannst du dir vorstellen, dass Leute Angst vor Enten haben? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Okay, komm. Süß. Wir gehen jetzt mal rein. Und zwar, jetzt sollen die Angst vor Enten haben. Oh Gott. Ich hab doch eben schon Quark gehört, oder? Vorsichtig. Quark, Quark. Ich hab keine Angst vor Enten. Deswegen ich hab auch keine Angst vor Enten, ne? Hier, ich geh mal nach ganz unten. Hier, guck mal, hier ist ein Raum. Ja. Hier ist das geile Radio, okay. Okay, und hier soll jetzt Enten sein, oder was? Hallo? Hallo? Quark, nee, Quark? Draußen quarkt's rum, ne? Ja, stimmt, hier. Jo, hier geht's raus. Oh. Guck mal, hier ist ein Enten. Oh Gott. Pass auf, Kaspar! Kaspar, lauf! Hey! Kaspar, lauf! Ich bin gleich tot! Nein, Kaspar! Oh mein Gott! Kaspar, auf! Kaspar! Kaspar, nein! Nein, Kaspar! Wo bist du? Oh Gott! Oh. Nein, ich sehe dich hier. Du wurdest auch erwischt. Also ja, dann hätte ich auch Angst vor Enten, Mano, wenn die so drauf sind. Ja, ist so. Also, ich muss ja sagen, Angst vor Enten haben irgendwie, glaube ich, nicht so viele Leute. Aber das Kaspar, rate mal, was haben Leute also am meisten Angst? So, was gibt's so Angst? Ich sehe es doch hier schon. Höhenangst. Eben, Höhenangst und vielleicht noch Angst vor Spinnen, würde ich sagen. Aber Höhenangst ist, glaube ich, so mit Höhenangst das auch Heftigste, was man haben kann, glaube ich. Wenn man halt irgendwo oben ist. Oh Gott, guck mal, hier rüber müssen wir balancieren, sehe ich gerade. Oh Gott! Nein. Oh mein Gott! Nein! Okay, da hätte ich auch Höhenangst. Du, hier soll man noch den Arm was spenden. Okay, pass auf. Oh Gott! Die laufen hier nicht weiter. Die laufen nicht weiter, die hängen da alle fest. Boah, weil die sich alle eingeschissen haben. Kasper, die haben sich alle eingekackt. Ah, ich hab's rüber geschafft. Ja? Oh mein Gott, ja. Ah, die schubst mich runter. Ha? Wie, die schubst mich runter? Ah, oh Gott. Hier ist gerade jemand runtergefallen. Oh Gott. Ey, wie hast du das geschafft, Kasper? Oh Gott, da fallen ganz viele. Auf einmal. Ah! Pass auf. Wie hast du das geschafft, Kasper? Wie hast du das geschafft? Einfach gegenlaufen. Oh! Ja, sauber. Okay, aus dem Weg, Spider-Man. Michael Jackson. Aus dem Weg. Einfach im Weg hier. Ey, der steht voll im Weg. Okay, ich hab's rüber geschafft. Wir haben's geschafft, sehr schön. Sehr, sehr gut, ey. Okay, und jetzt kann man, glaube ich, hier wieder durch die Tür gehen, ne? So, ab geht's durch die Tür, Kaspar. Holy moly. Ab geht's nach Hause wieder. Okay, doke, Kaspar. Also, Höhenangst war ja noch ertragbar. Das ging aber eigentlich. Was sind das hier alles für Ängste? Angst vor Schwerkraft, Angst vor Stacheln. Angst vor Bowling, Angst vor Treppen. Vor Bowling. Und hier Angst vor Büchern, Bibliophobie. Oh Gott, Angst vor Clowns ist wahrscheinlich richtig verrückt, ne? Okay, wollen wir da rein? Von den Clowns? Ich würde sagen, wir machen erstmal so. Wir nehmen jetzt mal Angst vor Bowling, weil ich möchte mal wissen, wie kann man vor Bowling Angst haben? Okay, komm, wir gehen rein. Also wie soll das funktionieren? Kannst du mir mal erklären? Ja, verstehe ich auch nicht richtig. Also vielleicht vor der. Nein, bitte, die Bowlingkugel! Nein, nicht die Bowlingkugel! Die Bowlingkugel!
Bodenkugel. Die soll ich. Jetzt gleich. Die Bodenkugel. Wir müssen zusammenstehen. Wo Stein. Bist du? Wo bist du? Bitte. Er soll hier, einfach. Ich hier. Wenn er Strike wirft, muss ich ihn nur einmal ertragen. Kaspar. Kaspar, bitte. Hier. Warte mal, den schubse ich hier runter. Geht das? Schubse sie alle runter einfach. Ja. Ich hab den runtergeschubst. Oh, nein. Oh mein Gott. Die Kugel. Die Bowlingkugel. Nein. Guck sie dir an, wie sie uns anguckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da war sie gerade. Denken sie, die komplett durchgepfeffert oder so? Bist du das hier, Broxo? Wofür? Hier? Hier? Ja. Ja. Okay. Oh nein. Okay. Ich glaube, die Bowlingkugel, die kommt jetzt gleich. Bowlingkugel? Kommst du? Doch, hörst du das? Oh nein. Neue Kegel. Oh mein Gott. Strike. Nein. Oh. Nein. Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, ich bin jetzt raus. Ich bin raus, Broxo. Also, ich würde jetzt mal sagen, du darfst dir jetzt auf jeden Fall auch eine Angst aussuchen. Du darfst es entscheiden, Kaspar. Was möchtest du besiegen? Welche Angst von dir? Ich würde gerne hier mal runtergehen und hier nochmal kurz gucken, weil hier sind die richtig seltenen Ängste, ne? Oha. Und richtig krasse. Technophobie, Angst vor Technologie und Maschinen. Was? Angst vor Menschen? Angst vor Wahnsinn, das will ich machen. Oh, Angst vor Wahnsinn? Angst vor Wahnsinn, das hört sich krass an. Komm, wir gehen rein. Okay, also wir sind jetzt... Oh Gott. Oh, eine Gummizelle oder was wird das hier? Ich glaube, es wird eine Gummizelle oder so oh sein. Oh mein Gott, ja. Wow. Oh mein Gott. Kaspar. Oh Gott, da werde ich wahnsinnig. Ah. Wir müssen raus hier. Ah. Hier, der nächste Raum, der nächste Raum. Nächster Raum, ne? Komm, schnell durch. Ja, ich bin da, ich wo bin bist hier. Du? Bist du hier mit mir? Hier vorne. Ja, ich sehe dich, okay. Okay. Oh Gott, ich werde hier wahnsinnig. Oh mein Gott, wie das aussieht, ich werde hier auch wahnsinnig. Kaspar, ich werde wahnsinnig. Oh, ich wie werd... so zittert alles und so. Oh mein Gott. Hä? Oh Gott, geh noch weiter hier. Was passiert? Ich bin durchgedreht oder sowas. Ich auch. Oh, Kaspar. Hast du eigentlich schon mal Angst gehabt vor Stühlen oder vor Schule? Oder hier vor hier. Was? Jumpscares. Vor Entscheidungen. Angst vor Entscheidungen. Nein. Oh, nein. Doch, da kommt ein Jumpscare. Komm, das müssen wir machen. Ich will keinen Jumpscare. Ich will Angst vor Schule. Ich habe Angst vor der Schule. Nicht vor Schule. Doch, ich habe Angst vor der Schule. Ich will nicht zur Schule. Das ist langweilig. Komm, wir machen ich will nicht zur Schule. Komm was jetzt. Was meinst du, was für gruselige Sachen da auf einmal kommen? Hier in der Schule, ich weiß. Lehrer, Hausaufgaben. Nicht in der Schule. Mann, sag mal, keiner hat Angst vor der Schule. Ich hab Angst vor Bäumen. Da mache ich halt Angst vor Bäumen. Also ich möchte jetzt meine Schulangst bewinden, okay? Ach Mann, das ist so langweilig. Ich sag dir jetzt schon. Ja, dann weißt du gar nicht, wie es ist, in der Schule zu sein und Angst zu haben. Das hat gar keiner. Wer hat denn in der Schule Angst? Oh Schreibt Gott, hier ist Blut. Hier ist Blut an der Tafel. Ja und? Das ist kein Blut, das ist Lebensmittelfarbe oder so. Das ist Blut. Oh Gott, geh da rein, Kaspar. Ich geh hier rein. Was hat man hier? Ist das eine Taschenlampe? Wie sieht meine Hand aus? Wow. Wo ist mein Kopf? Hä? Okay. Hältst du dir den Arm fest? Anscheinend, ja. Das sieht echt schon komisch aus. Also okay, das Blut hab ich jetzt Gott, kennst du das nicht, im Dunkeln in der Schule zu sein? Sag mal, es ist verschlossen hier. Mach mal auf jetzt hier. Doch nicht. Hier. Okay. Ich meine, also das findest du gruselig, mal ganz im Ernst, Broxo. Ja, guck dir das doch mal dann an. Lieber Jumpscare. Guck mal hier, die ganzen Bücher und raus. So. Ich gehe hier aufs Klo jetzt, hier was Gruseliges sein. Ja, pass auf. Oh, hier, guck mal. Da liegt nachher eine Kackwurst in der Toilette, das ist das Gruselige. Ja, das, ich mach, keine Sorge, du wirst dich hier gleich erschrecken. Broxo. Sag mal, geh runter von der Toilette. Ich kann dich da jetzt erschrecken, wenn du willst. Ich glaub's ja nicht. Fängt schon an zu stinken hier, sag mal. Ja, so, das stinkt ja schon übertrieben, ist ja ekelhaft. Hey. Ey, ist ja ekelhaft. Ekel, wo müssen ekel. Wir jetzt weiter? Hier, ekel. Lehrerzimmer, komm. Okay, komm, wir gehen ins Direktorzimmer. Also, Broxo, setz dich hin. Okay. Du warst kein artiger Schüler. Bitte ruf nicht meine Mutter an. Deswegen bekommst du in jedem Fach eine 6. Bitte nicht meine Mutter anrufen. Und es gibt ein Elterngespräch. Nein, bitte nicht meine Mutter anrufen. Am Elternabend wird jedes Elternteil vorwissen, dass du der schlechteste Schüler bist. Bitte nicht meine Mutter anrufen. Ich ruf die jetzt an. Die wird sauer. Die wird sauer, die wird ganz böse, die wirft mich von der Schule dann selber. Keller! Nein, kein Keller, geheimer Raum. Und was ist hier? Geheimer Raum? Lebensmittelfarbe. Oh Gott, schau. Oh Gott. So, pass auf, ich geh jetzt hier runter, Broxo, guck. Kaspar, nein! Hilfe!
Oh, Broxo. Oh, Kasper. Wo bist du? Oh, Kasper. Ich bin gerade beim Haus. Ich bin nämlich gerade Killer. Oh, mein Gott. Und ich muss überleben, beziehungsweise wir müssen überleben hier. Ja, ja. Pass auf, Kasper. Ich komme jetzt. Oh, hier ist da sogar schon einer. Oh, nein. Komm her. Nein. Bam. Bam. Direkt schon zwei Stück geholt hier. Oh, direkt Gott, noch die dritte. Zack, ich hab schon drei Stück geholt. Oh mein Gott, das kann ich nicht glauben. Oh, hier ist noch der vierte. Guck mal hier. Wo will die denn hin? Komm wieder hoch. Hier, zack. Komm wieder hoch, alles gut. Nein, nicht den hochhelfen. Alles gut. Oh, hier ist noch eine. Oh Gott. Oh, ich hab noch. Alter, ich hol sie mal gerade alle. Oh mein Gott, hier sind so viele. Zack. Zack. Oh mein Gott, was ist das für eine Map? Ich kenne die Map gar nicht. Hier ist noch jemand. Alter, wie viele hast du schon geholt? 1, 2, 3, 4. Ah. So, oh die Map ist auf jeden Fall echt mega komisch. Hallo. Wo seid ihr? Da habe ich ja gar keine Chance. Ja. Nein. Okay. Ist hier noch irgendwie jemand? Nein. Oh, ich bin oben. Ich bin Level auf. Was? Nein. Ja. Hey. Ja. Ich gehe jetzt auch durch den Geheimgang. Oh mein Gott, du bist ja... Hallo. Du bist ja scheußlich. Wow. Hier, erstmal aufsammeln. Bam. Direkt wieder zwei Stück geholt. Die sind ja so schlecht, Kaspar. Ah, die Map ist auch echt klein. Die ist mega klein. Ich habe die schon zweimal hochgeholt. So, bam, Alter. Noch einen hier geholt. Oh mein Gott. Ich muss noch 3 Minuten überleben. So, wo sind hier die... Ah, hier ist auch noch ein Geheimgang. Hallo, wo seid ihr? Oh Gott, ich suche euch. So, wo seid ihr? Ha? Oh, so eine Cafeteria. Oh mein Gott. Wo bist du? Hä, wo bist du? Ja, Digga. Also die Richtung nicht. Ah, nein! Also das ist ja wirklich mega schlecht. Also das glaube ich nicht. Als wenn du mich da noch holst. Das war ja wirklich mega, mega schlecht. Aber hier ist halt keiner gerade, ne? Ich sehe gerade keinen. Hier ich hoffe, dass mir jetzt hochgeholfen wird. Ja, ja. Ah! Oh Gott, hier sind noch zwei Stück. Bam! Und die hängen auch noch fest? Hä? Bam, wir haben noch eine geholt. Du hast wieder hochgeholfen, Broxo. Wie jetzt? Ey, warum spawnen wir so viele neue Leute? Tja, ne, so ein Ding ist das also. Dann gehe ich nochmal ganz kurz hier lang. Mhm. Ich bin auf dem Weg. Oh Gott. So. Hallo? Ist hier jemand? Du findest mich nicht, Broxo. Ist hier jemand? Also, du wirst mich hier bestimmt garantiert nicht finden. Ich bin hier gerade so gut versteckt, da musst du keine Chance haben. Ich suche ja gerade schon welche, aber ich finde irgendwie keine mehr. Ja, wahrscheinlich also, hier oder so. In dem Geheimraum vielleicht. Ja, Kaspar, bist du hier irgendwo? Oh, nur noch 1 Minute überleben. Das ist ja. Verdammt, nur 1 Minute, ne? Okay, Das ist dann, ja machbar. Dann kann ich ja eigentlich hier. Kann ich noch jemanden retten hier? Hallo? Hallo, ist hier jemand? Hä? Ich bin schon ziemlich stark verletzt, ne? Hier war ich auf jeden Fall noch gar nicht. Mal gucken, was denn hier so. Oh Gott, hier geht's ja auch noch weiter komplett. Okay, warte mal. Hier kann ich hier noch irgendwas einsammeln. Ich habe 9 von 10. Auch nochmal Toiletten. Hier. Du bist doch viel zu groß und hier. 10 von 10. Wo seid ihr alle? Es sind noch 4 Leute am Start, ne? Ich sag mal so, wir sind eventuell beim Kochbereich. Aber nur... Beim Koch... Ah! Sag mal, was belügst du mich? Wenn du mich da drehst. Was belügst du mich, hä? Ich hab das extra gesagt, damit du... Ich hätte es gesagt, weil die anderen alle beim Kochbereich sind. Ja, genau. Danke. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Was? Ja! Eine noch geholt, komm! Ausgang! Nein! Ausgang! Nein! Ich hab noch einen geholt! Gott! Nein, nicht zu dem Ausgang! Ich muss hier nur noch durchgehen, Broxo, wo bist du? Ich bin beim anderen wahrscheinlich! Wie, bist du beim anderen? Nee, ich bin vor auf der anderen Seite! Ich warte hier davor! Ich muss hier nur noch durchlaufen, ne? Du bist hier der... Mann! Ja! Überlebt! Ich bin leider gestorben. Aber kein Problem. Mann, let's go! Wir werden in die nächste Runde gehen. Und da werde ich dich besiegen. Oh. Oh mein Gott, jetzt ist Mohammed der Killer. Der ist Pennywise. Oh mein Gott. Das heißt, wir müssen jetzt sozusagen vor dem entkommen, oder was? Genau, jetzt müssen wir vor dem entkommen. Und oh Gott, hier liegen so Teile auf dem Boden, ne? Ist das normal? Die kannst du einsammeln und die kannst du. Ne, sammel die ein und dann kannst du die später verkaufen, sozusagen, für Coins. Oh, sehr gut auf jeden Davon Fall. Dann kannst du dir bessere Schwerter kaufen und so. Wir können es auch hier drin verstecken, ne? Okay, aber es ist, glaube ich, nicht so clever, glaube ich. Nee, guck mal, jetzt kommt der Killer schon, jetzt wird er freigelassen. Ja? Wo glaubst du, ist er denn? Oh Gott. Nein. Oh, der muss sich schon. Nein. Der ist hier schon irgendwo close. Komm, wir gehen hier mal durch. Okay, guck mal, hier liegt noch was. Oh mein Gott.
Sieht noch ein Schwert oder sowas. Ja, ja. Eine goldene Uhr. Die goldene Uhr ist immer gut. Die gibt bestimmt gut Geld. Ich glaube, die bringt echt mega gut Geld. Dann lassen wir schnell hier wieder raus. So, wir sind irgendwie in so einer alten Schule oder so, ne? Wir müssen denen helfen. Auf jeden Fall ist irgendwie so eine verlassene Schule. Wir müssen denen helfen da unten. Warte mal, jetzt nehme ich nochmal mit hier. Hier ist auch noch so ein Rohr. Okay, dann lass mal nach unten gehen. Hier liegt der, komm. Da. Wir helfen dir. Jawohl. Ah, okay. Okay, meinst du, hier liegt noch irgendwo einer? Da hinten, hier, komm, was so. Hier. Wo? Ja, oh nein, kriegst du den noch? Ich hab den. Ja, und hier liegt ein Laptop und noch so eine Kiste. Oh, sehr schön. Ich habe schon 10 von 10 Sachen, ne? Ich habe schon richtig viel eingesammelt. Ja, ich nehme hier das auch noch mit, Sonnenbrille, so. Oh, da war ja einer im Schrank drin. Da hinten ist einer genockt. Nein. Schnell. Okay, schnell hin. Ihm wird hochgeholfen. Ey, da liegt so ein Motor. Lol. Ich habe irgendwie gefühlt nur Schrottteile aufgesammelt. Nein, ich bin voll, ich habe 10 von 10. Oh Gott. Nein, hier liegt so ein Artefakt. Nein, der Rucksack ist voll. Oh Gott. Oh Gott. Rein in den Schrank. Von wo? Hinter uns, vor uns? Der kommt! Nein! Oh mein Gott, du bist verrückt! Wieso läufst du raus? Gott! Oh mein Gott! Alter, liegen Goldbarren! Nein, die hätte man aufsammeln können! Der ist dir gar nicht hinterhergelaufen! Ey, Kasper, liegen Goldbarren, die hätten. Oh Gott! Nein, Boxer, er hat mich! Du musst mich holen, du bist einen Meter neben mir. Ich krabbel hier durch. Siehst du mich? Ja. Komm hier, in die Ecke. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Du Idiot. Wo bist du? Ach da. Okay. Ey Mann, da liegen Goldbarren, guck mal. Digga, der kam aus der Richtung, wo du gerade herkamst. Da liegt ein Goldbarren, Mann. Mann, die haben so viel verschenkt, ey. Nächstes Mal dürfen wir ein bisschen vorsichtig einsammeln. Ist so. Da kam der auf einmal an. Da hinten liegt noch einer, komm, den müssen wir holen. Oh! Lauf! Natürlich erwischt es mich. Natürlich. Digga, der krabbelt hier neben mir her. Lauf, der holt dich noch. Ja. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott, bist du gekommen? Oh mein Gott, schaffst du es? Kaspar, ich lauf weg. Kaspar, ich laufe. Wo bist du, Kaspar? Im Schrank, hier, ich bin hier im Schrank. Hier, mach so. Komm weg aus dem Schrank. Lauf einfach, lauf. Lauf so weit, wie du kannst. Wo bist du? Bist du hoch oder? Oh Gott, ich bin in irgendeinem Klassenraum. Ey. Ah! Oh mein Gott, ey. Mit irgendeiner anderen Becher im Klassenraum. Ich bin im Klassenraum, am Schrank. Nein. Also im Schrank. Oh Gott, das hab ich gehört. Nein. Bist du noch am Leben, Roxanne? Nein, mein Arm hängt raus. Oh, mein Arm. Nein, da musst du ein bisschen aufpassen. Ich sag dir, wie es ist. Oh Gott. Das Ding ist. 2 Minuten noch. Ja, der ist hier gerade. Oh nein. Oh Gott, er hat einen komplett geholt. Nein, Er ist bei mir. Bei mir? Ich bin safe. Ich kann nicht zum Boot holen, Roxa, aber es wär schon risky, wenn du jetzt down gehst. Er ist bei mir. Mach keine Faxen. Wo bist du, Kasper? Ich bin hier in so einem Klassenraum drin. Ja, toll. Ich bin unten. Ich bin auf jeden Fall unten. Ich bin auch, glaube ich, unten. Oh Gott. Ich finde dich aber gerade nicht. Das ist das Problem. Ja, Roxo. Nein. Ja, da war ich gerade. Lauf weg. Alter, du bist so verrückt. Hier hoch. Komm her. Okay, nach oben. Oh mein Gott. Und was ist eigentlich so ein cooles Messer? Ja, hab ich schon gezogen, sag mal. So ein richtig cooles Ding, selten. Das so, pass auf. Unfair. Ja, oder hier nochmal weiter. Ein weiter, lass nochmal weiter. Können wir noch einen weitergehen, kein Problem. So, okay. Aber hier haben, glaube ich, schon alles aufgesammelt, ne? Hier haben wir eigentlich alles aufgesammelt, glaube ich. Ja, auf jeden. Dann gehen wir hier mal weiter durch. Und ich glaube, hier ist gleich der Ausgang in einer Minute. Eigentlich müssen wir hier nur chillen. Ja, stimmt. Du hast recht. Das heißt, die machen jetzt auf, ne? Ich kann mir halt vorstellen. Komm jetzt. Los! Schnell, der kommt jetzt gleich. Ja! Ich bin aus dem Ausgang raus. Und ja, ich auch. Oh mein Gott. Wichtig. Man kann auch wieder alles verkaufen, ne? Hier, wir können alles verkaufen. Oder würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde. Wow. Oh mein Gott. Kasper, wo bist du? Wir sind hier einfach in irgendeinem Labor und da bist du. Ey, hier sind auch Fallen, ne? Ja, du darfst da nicht reintreten, dann war's das. Okay, Hey! Bist du reingetreten? Ja, aus Versehen, aber ich wollte nur mal gucken, wie das aussieht. Oh, warte mal, ich glaube, also ich frage mich gerade, welche Teile gut sind, welche Teile viel Geld bringen. Also, ne? Ich werde diese Runde nur seltene Sachen einsammeln, also viel Gold, viel Kisten. Ich auch, ich suche gerade auch schon. Hier, oh, warte mal, hier nochmal eine Kiste. Oh, sehr schön, ja, nehmen wir mit. Aber irgendwie, ich frage mich gerade, also darf man auf jeden Fall echt nicht in die Fallen reinlaufen? Ich glaube, so Glas und so bringt. Was ist denn da hinten? Siehst du das Ausrufezeichen? Da hinten müssen wir da vielleicht irgendwas machen. Gute Frage, ne? Das kann gut sein. Ich glaube, da müssen wir was erledigen. Auf jeden Fall. Hier sind so rostige Sachen und so Gläser, ja, weiß ich nicht, ob die nichts Seltenes. Was bringen. Hier, da wurde er geholt, da hinten. Ja, der wurde geholt. Oh Gott! Nein, geh zurück. Das ist unser Gebiet. Lass mal hier rein. Vielleicht sind da auch gute Sachen. Seltene Sachen oder so. Aber hier ist ja gar nichts. Wir brauchen ja das Ding, wir brauchen ja so die heftigsten seltenen Sachen. Also so goldene Uhren, goldene Kisten. Genau, vielleicht hier unten, ja. Vielleicht haben wir hier unten. Stimmt. Obwohl hier ist. Ach, eine rostige Flasche, hier ist noch eine Kiste. Hier ist noch eine Kiste, die nehme ich auch nochmal mit. So, ich habe schon 3 Kisten jetzt genommen. Ich auch. Und. Oh Gott, guck mal, wir müssen hier irgendwas machen, Brock, so? Wo bist du?
Hier vorne ist ein Ausrufezeichen. Ach, nee, du musst aufpassen, dass einfach nur so eine Käsefalle liegt oder so. Hier ist auch nichts. Wir brauchen. Das Ding ist, wir brauchen halt irgendwie mal diese Goldbank. Nein. Nein. Oh, sehr. Oh Gott, weiß ich nicht. Hey! So, warte mal. Ich frage mich gerade. Also, wir müssen hier nochmal rausgehen. Ich frage mich jetzt gerade, wo liegen hier die guten Sachen, ne? Gute Frage. Vielleicht müssen wir nach ganz oben. Lass mal noch nach oben gehen, oder? Nein, Kaspar. Oh Gott. Oh Gott. Lauf. Ey! Sag mal. Du hast ja nicht aufgepasst, sag mal. Nein, oh Gott. Oh Gott. Okay, wir gehen nochmal ganz kurz nach oben, okay? Das sieht ja auch abgespaced aus, ne? Vielleicht gibt's hier auch nicht so krass selten. Ich meine, es ist eine Raumstation, weißt du? Was soll, als wenn die hier dann so Goldbarren hochschleppen. Doch, ich kann mir schon vorstellen, dass sie hier irgendwo viel Geldverdingens haben. Ja, hier ist nur eine Juicebox, aber die sieht alt und verkümmelt aus. Also die ist jetzt, glaube ich, nicht so gut. Ja, okay. Und hier drin ist... Was? Ah, er kommt noch so! Nein. Oh mein Gott, ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott! Hat er dich? Oh mein Gott! Hat er dich? Nein! Wo ist er? Ah, er verfolgt mich! Er verfolgt mich, Kaspar, bitte! Ich muss genau vor meiner Tür bitte raus. Hilfe! Wo bist Hilfe! Du? Ah! Die campt! Oh mein Gott! Ich verliere kein Leben, oh die campt! Gott. Wie bist du da hingekommen? Durch den Geheimeingang. Hä, die campt hier. Okay, ich seh dich. Ich verliere kein Leben. Ich seh's. Ja, ist aber gut, dass du kein Leben verlierst. Ja, die ist ja voll blöd. Jetzt rennt sie weg, sie rennt zu dir. Die rennt genau zu mir! Rockstar, komm. Aber sie bleibt bei mir, sie campt. Oh, sie hat noch einen geholt. Schnell, ich komm zu dir. Oh mein Gott! Kaspar, wo bist du? Ich bin fast bei dir. Komm her, hinter dir. Warte, die ist noch hier. Ich kann nicht sehen, krabbel schon mal hier. Ich kann nicht rüberkrabbeln. Ich weiß nicht warum. Ich bin ja gefühlt gefangen. Ja, wenn ich da hinkomme, bin ich tot. Ey, die campt aber hier. Kaspar, was machst du denn? Ja, weißt du, was mache ich? Ja, warte doch, bis sie wegläuft. Jetzt verliere ich erst Leben. Ja, bei mir leider nicht. Ja, komm her, dann verliere ich kein Leben. Na, bitte. Ja, chill bei mir einfach, chill bei mir. Nein. Ehre, nein, lauf mich weg. Jetzt kann ich rüberkrabbeln, das ist auch ein Witz. Und tot. Oh mein Gott, du bist tot. Und? Nein. Yo, Kaspar! Roxo! Wo bist du? Oh, wir dürfen gar nicht so rumschreien, wir müssen nämlich ein bisschen leise sein. Ich bin hier oben in der Schule, bei den Schwimmhallen. Bist du hier auch irgendwo? Oh, du bist oben oder so. Ich bin jetzt gerade hier unten. Ja. Das Ding ist, anscheinend ist hier jemand, der uns holen möchte oder sowas. Mhm, der will uns irgendwie jagen und ich habe auch gehört, dass eventuell wir selbst uns jagen wollen. Ich sehe dich! Ja. Roxo! Okay. Das Ding ist, wir kommen jetzt hier rein. Achso, man kann die Türen aufmachen. Hier ist was! Okay, hier, was ist hast ein, du da? Hier ist so ein Safe. Guck mal hier. Wir können so durchkrabbeln. Oh mein Gott. Von Raum zu Raum. Hier ist doch bestimmt was Cooles. Nee, okay, glaubst da ist nichts du? Mehr. Kann man Türen aufmachen? Ja, also pass auf. Ich glaube, nicht in die Tür laufen. Sozusagen. Die ist heftig. Okay. Wir müssen immer Schlüssel finden, um sozusagen... Was steht denn hier? Es war nur eine Wenn-Aussage. Er ist gegen die Tür gelaufen. Nein, da liegt er. Der Arme. Oh mein Gott. Okay, pass auf. Gott. Wir müssen anscheinend hier noch so ein Buch und sowas finden. Wir brauchen so. Er ist da! Lauf nach oben! Oh Gott! Schnell! Ist da! Oh mein Gott! Oh Gott, er kann auch schreien und pass auf, das ist eine neue Attacke von dem. Wenn er schreit und du zu nah an ihm bist, dann war's das mit dir, ne? Oha! Dann infiziert er dich. Okay. Warte mal, hier kann man auch. Ah! Kaspar! Hier ist kein gelber Schlüssel. Wie cool! Was meinst du? Du konntest in den einen Raum rein, da ist so ein Weg nach unten, so ein Lüftungsschacht, da konnte ich einfach reingehen. Ach so, warte, dann komme ich mal ganz kurz rein. Ja! Das Ding ist, hier lag eigentlich ein gelber Schlüssel, aber der liegt jetzt hier. Ah, er ist bei mir! Oh. Lauf! Ja, lauf weg, bist du weg. So? Okay, sehr gut. Du kannst auch leise dich... Ah, ich bin in eine Falle gelaufen! Bei mir. Nein! Nein! Bist du? Ich seh dich! Er ist direkt hinter mir! Los, komm her hier! Kaspar! In Ruhe. Kaspar, bitte! Kaspar! Oh mein ich Gott! Ich versuch, dich wegzulocken! Lauf weiter! Ah, er ist direkt hinter mir! Kaspar, bitte, ich will noch nicht draufgehen. Ihr seid zu schnell, du musst ihn irgendwie austricksen. Kaspar, ich probier's. Okay, ich seh ihn da vorne. Okay, ich glaube jetzt hier lang. Hier ist noch ein Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Es ist ein oranger Schlüssel. So, ich frage mich... Okay, sehr gut. Ich seh den. Verfolgt er dich noch? Nee, der eine verfolgt mich aber und der läuft dann halt den anderen hinterher. Ah, ich lauf ihm gerade hinterher. Bist du hier noch irgendwo? Bist du unten? Ich bin jetzt hier gerade... Okay, ich muss aufpassen. Bist du unten oder oben? Ich bin gerade noch oben. Ich gucke jetzt gerade, dass ich hier irgendwie... Oh, ich habe gerade den gelben Schlüssel gesehen, Kaspar. Ich habe eine Kamera gefunden, damit kann ich den fotografieren, dann ist er betäubt. Wo bist du? Ich bin oben jetzt. Bist du auch oben? Aber pass auf, er ist oben, ne? Da musst du aufpassen. Ich habe auch das Gefühl, da ist er, alles gut, aber er sieht mich noch nicht. Ich laufe mal ein bisschen hinterher. Ich laufe mal ein bisschen... Guck mal, ob du irgendeine orange Tür oder sowas findest. Ja, warte mal. Okay, er kommt. Ich fotografiere ihn mal noch nicht. Ich warte noch, bis du da bist. Wo bist du? Ich bin jetzt gerade noch unten. Ich sammle noch ein paar Münzen ein. Okay, warte. Er ist auf jeden Fall... Der ist hinter mir, verfolgt mich! Okay, alles gut, ich komm runter, alles gut.
Warte mal, da liegt noch irgendwas anderes. Da liegt ein Baseballschläger. Wo bist du jetzt? Jetzt komm mal ran hier, Mann. Ja, warte. Ich bin hier. Ich muss ihn jetzt fotografieren. Wo bist du? Ich bin jetzt hier gerade in so einem Raum. Ah, der ist ganz nah, Brock. So, jetzt fotografier ihn. Mach ein Foto. Warte. Ich warte auf dich. Wo bist du denn? Bei den Schwimmhallen. Bei den Schwimmhallen bin ich. Ich habe ihn hier. Okay, ich bin auch bei den Schwimmhallen. Ich bin hier drin. Komm runter. Ah, Kasper, schnell, mach Foto. Hat nicht geklappt. Nochmal, ich mach doch. Er macht doch was, oder? Kasper, lauf. Nein. Ich lauf. Mach die Tür zu. Okay, komm, ja. Lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Wir müssen irgendwie... Ich Apparat raus. Pass auf, ich das weiß gerade eben... Das bringt gar nichts hier, die Kamera. Ah, nein! Hat er dich? So. Nein, Kasper. Er hat mich geholt. Nein. Okay, warte. Pass auf, ich muss jetzt hier... Ich muss... Warte mal, hier ist ein lila Schlüssel. So, dann schnapp ich mal ganz kurz... Okay, ich nehme mal den pinken. Ich glaube, mit dem pinken sollte ich, glaube ich, auch okay sein. Dann werde ich mal gucken, ob ich jetzt irgendwo... Kann ich... Oh, warte, hier ist der Gelbe. Was war das gerade? Der macht hier irgendwas. Der lässt das Wasser ablaufen. Der Pool hat kein Wasser mehr. Okay. Oh, warte, hier ist das Buch. Okay, das Buch ist... auf da. Das Buch ist gut. Das Buch ist gut. Ich muss mit dem Buch eigentlich jetzt nur noch, glaube ich... Warte, ich kann nach unten. Ha! Wie cool. Ist hier irgendwo? Nee. Okay, ich kann jetzt aber, glaube ich, das Buch hier reintun. Oh. Und jetzt muss ich hier nur so eine Schlüssel... Ha! Ha! Er ist hinter mir. Lauf! Er ist hinter mir. Lauf, mein Leben. Okay. So, ich glaube, er hat mich... Nein, hier ist eine Sackgasse, glaube ich. Oh mein Gott. Ah! Okay. Er läuft an die Tür. Ach so. Ah! Nein, das ist eine Sackgasse. Ich seh dich wieder. Ich kann aber durchgehen, glaube ich. Ich kann da durchgehen. Oh komm, nein, da ist eine Falle. Nein! Ich hab gar keine Falle gesehen. Vorsicht, noch eine. Okay. Oh mein Gott. Okay, was ist jetzt hier? Roter Schlüssel. Okay. Der rote Schlüssel brauchst du bestimmt. Ja? Ich weiß aber leider noch nicht, wofür. Oh, okay, er ist hinter mir. Ein bisschen um hier. Okay. Ja, aber hier ist alles dieser grüne Schlüssel oder so. Ich brauche halt diese eine Schlüssel. Ich glaube, unten war sie gerade, die rote Tür. Ja, glaubst du? Ja, ich glaube ja. Guck doch mal nach. Okay, pass auf. Dann mache ich jetzt den hier. Hui. Hui. Sehr okay, schön. Hier? Nee, ja, okay, dann hab ich mich verguckt. Ich dachte, ich glaub's da nicht. Ja, das sah so aus. Warte mal, ich kann hier noch mehr zu Leuten zugucken. Ich guck mal einem anderen, falls der, weißt du, sicherlich aus der Perspektive. Ja, yeah, also wir brauchen... Oh, er hat ihn! Oh nein. Boxo, du bist der letzte Überlebende. Nein. Du bist der letzte Überlebende. Okay, das Ding ist, ich brauche halt jetzt irgendwie die Möglichkeit, an so eine Schlüsselkarte ranzukommen. Weil ich weiß nicht, wo die ist. Also hier ist noch ein roter Schlüssel oder so. Ich guck mal, ob ich bei ihm, ich kann ihm zugucken hier, dem Monster, ob ich bei ihm vielleicht irgendwie das sehe, wo... Ah, pass auf! Wieso? Oh, er hat dich genau gesehen. Du läufst auf ihn zu! Nein! Lauf! Ich laufe da schon so schnell, wie ich kann. Okay. Aber schaffst du eigentlich easy. So. Ich muss nur gerade gucken, wo ich jetzt am besten... Er weiß nicht genau, wohin. Ja, er hat dich gesehen wieder. Okay, nicht so schlimm. Okay. Mhm. Haha. Wo musst du denn hin, sag mal? Gibt's hier eine Karte oder so? Ja, ich guck auch gerade. Nein, ich wollte mich da verstecken. Da lag noch irgendwas, ein Zettel. Ich wollte den gerade lesen, aber ging nicht. Ich frag mich. Guck mal, oben ist es nicht. Dann muss es unten sein. Es muss unten sein. Oh, hier war ich noch nicht. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Oh. Liegt hier noch irgendwas? Oh. Da liegt doch irgendwas. Was ist das? Ja! Da ist ein blauer Schlüssel auch. Ein Schraubendreher? Oh Mann, okay. wie hat er mich jetzt schon wieder gefunden? Ja, er hört dich vielleicht. Hey, hier steht noch einer. Aber stimmt. Steht da? Eine Pepperoni, aha. Die Tür ist ja offen. Geh durch. Nein, die ist abgeschlossen. Nein, sie ist abgeschlossen. Du brauchst den türkisen Schlüssel. Dieses Gerät, wo du den Schraubenschlüssel gefunden hast, geh dahin, da lag ein türkises Gerät, glaube ich. Ah. Oh Gott. Warte, brauche ich das Gerät? Irgendwo, wo du den Schraubenschlüssel hast. Ich brauche diesen Schlüssel. Oben. Nein, ich brauche eine Schlüsselkarte. Ja, das lag oben. Das war, glaube ich, oben. So ein türkiser Schlüsselkarte. Nein, das war ein türkiser Schlüssel. Ah! Nein! Manu! Ey, der stand ja doch nicht mal davor, glaube ich. Glaube ich auch nicht. Mann! Manu! Oh, ist das hier dunkel, Kasper. Guck mal her nach oben. Sehr, sehr dunkel. Ja, wir müssen... Oh, da ist auf jeden Fall unten der orange Schlüssel. Oh. Aber das Ding ist, wir müssen auf jeden Fall wieder gucken, dass wir das ganze Ding überleben. Oh mein Gott, okay, eine neue Map am Start. Aber, ganz viele Schlüssel. Ich habe einen blauen. Du kannst ja mal gucken, ob man hier irgendwo eine blaue Tür findet. Ich schaue gerade, aber hier ist gerade nichts drin. Aber hier kann man, glaube ich, in einen anderen Raum gehen. Und hier ist auch nichts drin. Das kann doch nicht angehen. Hier. Okay. Oder hast du das schon genommen? Nee, ich habe noch nichts genommen. Also wir müssen eine blaue... Oh mein Gott, der ist hier bei mir!
Nein! Oh mein Gott, nein. Der hat sich den anderen geholt! Nein, oh ich muss Gott, hier... wo bist du? Nein, bitte, nein! Nein, nicht mich! Ich lock ihn hier weg, ich lock ihn hier weg! Bitte, lock ihn weg, Kasper! Ich hab ihn weggelockt! Ehrlich? Ja, er ist hinter mir wieder! Oh mein Gott! Er ist hinter mir! Als ob das funktioniert hat! Warte noch! Nein! Nicht so nein! Bitte! Ich lock ihn weg! Ich bin in der Sackgasse, ich kann ihn nicht weg! Er soll zu mir jetzt kommen! Er chillt da jetzt an der Tür. Och, Manu. Ja, er chillt an der Tür. Solange er dich nicht holt, ich versuche ihn hier wegzunehmen. Ja, jetzt kommst du zu mir. Ja, warte mal. Ich kann ihn leider nicht dingen. Hier ist auch eine Schlüsselkarte oder sowas, ne? Ja, er kommt zu mir. Ja? Ja, du kannst raus. Als ob. Jetzt, los, komm raus. Okay. Jo, komm schnell. Okay. Okay, lass wieder nach, oder wo war, warte mal, lass nach oben. Wo war die gelbe Tür? Warte, wir müssen ganz runter, sehe ich gerade. Nein, die war doch eine gelbe Tür, oder nicht, irgendwo? Nee, die war unten. Eine gelbe Tür? Die war oben, glaube ich. Haben die schon aufgemacht? Die gelbe Tür. Ja, kann sein, dass die schon oben. Der ist hier, glaube ich. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen, ich glaube, die war ja irgendwo hier. Ich glaube, die wurde schon aufgemacht. Es muss auch irgendwo eine blaue Tür sein oder so, weil ich habe noch einen blauen Schlüssel, aber ich weiß nicht, wo die Tür ist. Grün? Grün brauchen wir auch und rot brauchen wir auch. Das heißt, ich glaube, wir müssen unten, wo er eben war. Das heißt, hier. Wir können ja mal hier gucken, aber ich... Weiß nicht oh genau. Gott, das ist ein Angsthase. Hier müssen wir Pizza rauskommen später. Hier ist ein roter Schlüssel. Hier müssen wir die Pizza geben später. Hier, roter Schlüssel. Mit dem roten Schlüssel können wir die Tür aufmachen. Da können wir hier nach oben gehen. Und damit können wir hier die Tür aufmachen. Ja, sehr schön. Und da haben wir jetzt... Sehr gut, den Pizzaschneider. Meinst du den Braucher? Nee, da wo ich eben eingesperrt war, konnte ich quasi das aufmachen mit dem Pizzaschneider. Ah, das heißt, cool. Das war hier hinten, ne? Das war hier hinten und dann links. Ja, okay, wir gucken mal. Okay, nicht hier hinten, okay. So, und dann, genau, das muss ich jetzt aufmachen hier mit dem Pizzaroller. Zack. Oh, sehr schön. Oh, ganz sauber, viele Coins für mich. Oh, hier, orange, okay, sehr gut. Und dann kann ich quasi das Orange mitnehmen, aber hier ist... Orange war oben. Ist blaue Tür, ne? Die Tür, oder? Nimm mal das Ding mit, das hier vielleicht. Ja, nehme ich mal mit, habe ich mal. Was haben wir noch hier so? Eine Batterie, okay. Ja, die könnten wir bestimmt auch wieder noch gebrauchen. Oh Gott. Nein, der ist da unten. Warte mal, wir brauchen hier so eine Checkkarte, eine blaue. Eine weiße steht da, oder nicht? Ach so, eine weiße. Oh, pass auf, ist er dir! Lauf! Oh mein Gott! Lauf! Oh mein Gott, danke. Oha, das war ja mal mega knapp. Der ist schon oben. Er hat oben einen gekillt, direkt neben mir. Oh mein Gott. Okay. Was denn hier hinten? Warte mal. Ich laufe schon weg. Oh, hier ist noch eine Schlüsselkarte. Hast du hier irgendwo einen orangen Kartenleser oder so? Warte mal, hier ist blauer Schlüssel. Nein, der hat mir den geklaut. Ich hoffe, er weiß, wohin. Also, den blauen Schlüssel hatte ich doch. Den blauen Schlüssel hatte ich da eben hingelegt, da wo ich die Karte genommen habe. Ach so, nee, aber der hat sich gerade woanders hergeholt. Guck mal. Okay, warte mal, der läuft da hinten hin. Vielleicht weiß. Guck doch hier. Er hat noch was geöffnet hier. Hier die Tür aufgemacht. Und jetzt kann man hier. Der hat die weißen. Ein grüner Schlüssel. Hier ist der grüne. Okay. Nimm mal das orange Ding mit. Das haben wir eben aufgemacht. Ja. Das heißt, mit dem grünen Schlüssel können wir oben die Tür aufmachen. Und mit dem Weißen können wir unten in die Pizzeria. Oh nein, er ist hier. Geh weg. Ey, hier brauchen wir einen orangen Schlüssel. Hab ich! Orangen Schlüssel? Nee, hab ich nicht. Ich hab nur Dings. Zwei Stück. Sogar für zwei Türen, okay. Ja. Hattest du den nicht schon? Den orangen Schlüssel? In dem einen Raum hast du den, glaube ich, liegen lassen. Den hast du ausgetauscht für die orangene Karte, glaube ich. Nein, ich habe einen grünen Schlüssel jetzt bekommen. Oh! Ah, okay. Okay, wir müssen nach oben gehen, Kasper. Hast du mal in die Falle getappt? Ja, jetzt kommt, wir gehen hoch. So. Oh Gott. Oh mein Gott, der hat so viele Fallen hingelegt. Ziemlich viele platziert, aber machbar. Komm. Jetzt. Ja. Und jetzt der orange Schlüssel. Ja, komm, runter, wieder runter. Oh mein Gott, der macht alle Fallen kaputt. Oh mein Gott, schnell, der kommt bestimmt gleich hier. Ja. Bisschen aufpassen. Okay, wir sind unten. Ja, hier, komm. Okay, warte, ich muss noch einen weiter runter, noch einen weiter. Mach auf. Ja. So. Oh mein Gott, der ist direkt hier. Los, mach auf. Oh mein Gott. Hier, du brauchst das lilane Kartengerät. Hast du es mitgenommen? Irgendwie die orange, ich hab die orange. Oh, du brauchst das. Achso. Ja, wir haben eine Zutat, die müssen wir dem bringen. Dem da vorne an der Kasse. Okay. Jetzt brauchen wir noch das lilane Gerät. Ja. Wo muss ich das hinbringen? Hier vorne. Da. Ja, okay. Da. Genau. Oh, guck mal. Sehr schön. Okay. Platt gemacht. Boah, da wird hier eine. Oha. Ah, okay. Es wird Käse. Dann ist in dem anderen Ding Käse drin. Okay, das heißt, wir brauchen die lilane Karte. Genau. Und er hat die. Komm mit. Komm. Hier, ja, genau. Aufmachen das Ding. Ja, mach auf. Oh, ey, ja, ich wollte den Käse haben. Ja, komm. Ab geht's. Los. Okay, mal gucken. Den Käse ab und dann wird eine schöne Pizza gemacht. Ne? Und dann können wir nämlich auch die Pizza dem Typen geben da vorne. Dann lässt er uns raus, glaube ich. Ich glaube auch, ne? So, okay. Oh, ja. Nee, ich weiß, wo die war. Nein. Stimmt, du hast doch in Hand gehabt. Oh, jetzt ist sie weg. Die hat jemand genommen. Die lag hier auf dem Tisch. Oh, Kasper. Ich hatte die, ja, aber ich hatte... Ach toll, jetzt ist die Wurst einfach weg. Toll. Oh, also, hat jemand die Wurst gesehen? Nur 3 Minuten Zeit, das weil du die Wurst weggelegt hast. Wir brauchen nur noch die Salami. Ja, und ich gucke jetzt gerade, ob ich hier noch irgendwo Batterien oder sowas... eine Batterie. Das heißt, ich habe jetzt Batterie und... Sehr gut. Das Fotoapparat, das oder Ding, was? Damit kann ich ein Foto von ihm machen. Für alle Fälle. Schön.
Dann ist er bestimmt geschafft. Ja, super, das wird jetzt keine Wurst. Sie ist fertig. Wie jetzt? Die Pizza ist fertig. Ja? Ja, komm runter, schnell. Okay. Halt die Fotoapparat bereit. Er hat die Pizza, er hat die abgegeben an ihn. Und? Komm, bring sie. Bring sie, er bringt sie nicht. Wo machst du? Oh Gott, wir haben noch 20 Sekunden. Ich hab die eingesetzt. Ich hab keine Batterie mehr. Er packt sie in den Ofen. Er packt sie in den Ofen. Los. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Bring sie ihm. Die heiße Pizza, los. Friss. Ja, ja. Friss. Friss schneller. Oh mein Gott, er wird stark. Und bricht sie auf. Ja! Jawohl! Wir müssen probieren, Miss Anytron zu entkommen, denn die ist anscheinend verrückt geworden, der Roboter hier, Leute. Also auf jeden Fall ganz, ganz crazy. Und hier können wir auf jeden Fall schon mal auf den Knopf drücken und dann können wir quasi, oh, den Feueralarm auslöschen. Damit gehen quasi die Tore auf. Also wir können jetzt schon mal entkommen, schnell. Sie ist unter Strom gesetzt. Das heißt, hier wird sie jetzt die ganze Zeit verfolgen. Nein, Freunde. Drückt auf jeden Fall gerne auf den Like und Abo-Button, wenn ihr noch mehr sehen möchtet. Dreht einmal ganz euer Handy. Drückt noch auf die Glocke, Freunde. Vergesst auf jeden Fall nicht, dass jetzt auch noch Adventskalender draußen sind, Freunde. Das heißt, die könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch easy holen. Einfach Link in der Beschreibung. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt hier einen Ausweg finden. Nein, die ist direkt hier. Oh Gott. Oh Gott, die ist direkt hinter uns. Nein. Oh, Leute. Wir müssen irgendwie den richtigen Weg finden, um quasi vor ihr zu entkommen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier rechts rum. Das wird wahrscheinlich alles easy sein, Freunde. So, jetzt sind wir hier gerade rechts rumgelaufen. Jetzt sind wir hier in so einer riesen... oh, da kommt sie auch schon, Freunde. Nein, bitte lass uns da vorne durchgehen können. Nein. Oh, Mann. Dann laufen wir jetzt diesmal, ich würde sagen, ganz, ganz rechts rum. Oh Gott, die ist ja direkt schon da. Hä? Warum ist die denn direkt schon da, Leute? Was ist denn das jetzt? Die ist direkt hinter mir, seht ihr das? Okay, warte mal. Es sieht richtig aus, glaube ich. Ich glaube, es sieht richtig... Nein, das sieht nicht richtig aus. Oh Gott. Oh, da müssen wir lang. Da ist ein Pfeil. Okay, die ist trotzdem ganz... Oh, die ist so nah hinter mir, Leute. Hier müssen wir rein. Hier müssen wir rein. Oh, okay. Gut, wir sind, glaube ich, entkommen, Freunde. Vor der jetzt erstmal vorzeitig. Und müssen jetzt hier durch so ein... Was ist das hier? Kanalisation oder so? Hier müssen wir auf jeden Fall durchgehen. So, vorsichtig. Hier auch die Laser auf jeden Fall nicht berühren. Ey, Leute, das Ding ist, ich habe noch gar keinen Checkpoint geholt. Fällt mir gerade auf, ne? Hä? Ich habe noch gar keinen Checkpoint bekommen. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier auch weiterhin vorsichtig bleiben. So, oh mein Gott, was, ey, über die rostigen Teile kam er gerade gar nicht rüber. Ah, zum Glück wurden hier doch Checkpoints gesetzt, aber die sieht man nur einfach nicht. Okay, also das heißt, zwei von denen gehen einfach sofort kaputt. Okay, das ist gut zu wissen. Oh Gott, hier bitte auf jeden Fall nicht zerdrückt werden, das wäre sehr, sehr nett, wenn wir da nicht zerdrückt werden. So, hier ganz kurz, okay, hier können wir die Leiter wieder hochgehen. Ey, Leute, ich sag's euch, ne, wenn die gleich wieder kommt, wir brauchen halt irgendwas Wasserartiges oder so. So, hier. Oh, okay, das war ganz schön knapp. Das war auch riskant, was wir gerade gemacht haben. Dann sind wir hier in der Turnhalle. So. Turnhalle sieht ja noch... Okay, wir müssen da vorne zur Tür hin. Ist doch alles easy, ne? Können wir hier den Ball nehmen? Geht das? Nee, leider nicht. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz zur Tür. Oh! Oh Gott! Okay. Wie soll ich denn jetzt dann kommen? Ich muss jetzt einfach einen großen Bogen laufen, glaube ich. Ich glaube, jetzt einen großen Bogen, Freunde. Ich hätte, glaube ich, nicht mehr laufen können. Okay, vorsichtig. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier... Nein, wir hätten rechts rumgemusst. Oh Mann. Okay, das heißt, die wird jetzt da vorne wieder kommen. Aus der Tür. Wir müssen jetzt am besten einen richtig großen Bogen laufen. Damit die uns quasi nicht holt, Leute. Und dann... Oh Gott, die ist doch schon so nah dran jetzt hier. Wie soll man das denn schaffen? Das wird ja richtig schwer. So. Gott, die ist so nah dran. Oh. Okay. Hier. Und hier durch die Tür. Oh. Gott, die verfolgt uns. Schnell hier runter. Oh. Die war gerade so nah dran und... Hier ist ein Ballon. Hä? Hallo? Nee, da springen wir natürlich nicht runter. Da gehen wir natürlich nicht... Leute, da gehen wir auf gar keinen Fall runter. So, jetzt hier kurz über die Teile rüberspringen. Alles easy. Und dann noch hier rüber jumpen. Oh, bis zum geht nicht mehr. Oh, Leute, ich sag's euch, ne? Diese Miss Annie, die wird auf jeden Fall nicht erfreut sein, dass wir abgehauen sind aus der Schule. Die ist halt sehr... Sehr hinter uns. So, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall langlaufen. Durch die Kanalisation quasi durch. Und dann hier nochmal ganz kurz hochklettern. Boah, ohne Spaß, ne? Ich sag's euch, wenn ihr uns weiterverfolgt. Okay, wir müssen aufpassen auf die Ente. Auf welche Ente? Hä? Nein. Hier sollen irgendwo Enten sein. Ich weiß noch nicht wo. Geradeaus geht nicht. Oh, die Killerente. Gott. Leute, okay, wir müssen jetzt irgendwie hier gucken, dass wir einen Weg nach draußen finden. Oh, die ist direkt bei uns. Die ist direkt bei uns. Da geht's lang. Oh, da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Oh! Ey, uns hat gerade fast die Killerente geholt, ne? Okay. Oh, die Teile da oben. Okay.
müssen wir beim Klettern auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht aufgespießt werden. So, schnell klettern. Oh, hier genau dasselbe Ding. Und jetzt schnell. Okay, alles easy. Wir haben es auch wieder überlebt, Leute. So muss das auf jeden Fall sein. Alter Schwede. Das war auf jeden Fall echt gerade eine Tour, die wir gerade gemacht haben. So, jetzt hier müssen wir durch. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Laser und so. Okay, vorsichtig hier mit den Lasern. Oh, oh, was steht hier? Oh, was ist das hier? Oh, die haben gelogen. Also, ich tut mir leid, wir werden hier niemals rauskommen lebendig. Oh mein Gott, okay, Freunde. Also hier haben anscheinend schon die anderen Schüler immer aufgegeben und schon Sachen an die Wand gekritzelt. Aber wir geben auf gar keinen Fall auf. Also wir werden auf jeden Fall probieren, das Ganze hier zu überleben. Was ist denn da, was, warte mal, was ist denn das, wenn man jetzt hier in so einen Raum reingeht? Geht das? Nee. Okay, was ist, wenn wir hier reingehen? Geht das? Auch nicht. Okay. Ich dachte gerade, wir können vielleicht irgendwie so einen geheimen Raum finden, wo wir vielleicht wenigstens ein Abzeichen oder sowas haben. Aber nein, das haben wir natürlich auch nicht. So, jetzt hier vorsichtig an den Bärenfallen vorbei. So. Okay, okay. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, rechts gehen in die Kunstklasse. Und da steht auf jeden Fall wieder irgendwas auf dem Boden. Oh, wir sollen den Mannequins ausweichen. Okay. Ja, ist ja kein Problem, ne? Easy peasy, Leute. Hier. Oh. Ohne Probleme, weiche ich mal ganz kurz den Mannequins aus. Ich will nicht wissen, was passiert wäre, weil vor allem, seht ihr das, was die da so malen? Das da oder das da? Also ich will nicht wissen, was passiert wäre, hätte ich die berührt, ne? Also besser ist das, dass wir die nicht berührt haben. So, komm, wir sind schon mal draußen. Wir machen Fortschritte, Freunde. Wir sind schon mal draußen, da, wo man quasi... Und es regnet auch noch, das heißt, Miss Anakin kann gerade gar nichts machen, fällt mir gerade ein, ne? Warte mal, müssen wir... Ah! Nein! Nein! Och, wir sind wieder drin! Ey, das kann doch nicht angehen, dass wir jetzt wieder drin sind, Leute. So, hier. Kurz. Ah. Ne, wir können da leider nicht hochklettern. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal hier anders lang. So, okay. Kein Problem. So, hier einfach durch. Ey, krass. Das heißt, wir sind gerade einfach durchgefallen. Und da kamen die direkt und hat es geholt. Und es gab auch gar keinen Entkommen, Leute. So, hier ist auf jeden Fall nichts versteckt oder so. Ne. Ist hier ein Abzeichen? Was ist das da für ein Licht unten? Hä? Oh nein, warum sind wir jetzt wieder in der Schule? Jetzt sind wir in der Cafeteria. Okay, das... Ich sehe schon, komm, die wird gleich von vorne kommen, Leute. Wir müssen da irgendwie hinkommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Ding? Hilfe! Was ist das denn für ein Roboter? Leute! Oh! Oh! Okay. Hier durch? Nein! Nein! Ah, der ist direkt hinter uns! Ah, wir müssen hier durch, Freunde! Nein, rechts. Oh, habt ihr gerade gesehen? Es war rechts einfach der Lüftungsschacht. Ich glaube sogar, ich muss hier so ein bisschen warten, bis der erstmal seinen Weg gemacht hat und dann erst laufen. Ha, ich glaube, das ist die Taktik, Leute. Ja, damit er einmal hier um den Tisch rum muss. Oh mein Gott, der ist trotzdem so nah dran. Warum ist der so nah dran? Hä? Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin entkommen, Freunde. Okay, also wir haben es geschafft. Ich bin schon mal entkommen von dem komischen Typen aus der Cafeteria. Hier müsst ihr jetzt anscheinend schwimmen. Okay, warte mal. Hallo? Ah, ach so. Hier müsst ihr durch die Lüftungsschächte schwimmen. Aber sind ja gar keine Lüftungsschächte. Sind ja eher so Wasserschächte hier unten, ne? So, jetzt hier vorsichtig einmal ein wenig durchschwimmen. So, okay. So, komm. Bisschen tauchen jetzt hier. Also ist er ja tauchen, ne, als Schwimmen. Und jetzt müssen wir nach oben. Okay. Ab geht's, Luft holen. Und wo sind wir raus? Oh, wir sind hier irgendwie in der Schwimmhalle oder so rausgekommen. Hm. Ist da oben was? Auf dem Zehner oder so? Ne, wir können auch gar nicht hochklettern. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz hier raus, Freunde. Wo sind wir denn jetzt? Hä? Oh, oh, wir sind wieder draußen. Geht zum Bus. Ja, wo ist der Bus? Komm schon, Bus. Ich brauche dich jetzt gerade. Wenn ich dich einmal gebraucht habe, dann jetzt... Nein, da ist die schon wieder. Okay, pass auf, wir laufen einmal ganz kurz hier um den Tisch. Ey, was? Es kommen zwei. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben die Ente und die hinter uns. Wo ist der Bus? Leute, die ist schneller als ich und da kommt noch einer. Was? Hilfe! Wo kann ich in den Bus ansteigen? Hier. Einsteigen. Oh, ja. Guckt euch das mal an, die sind gerade einfach alle gekommen. Der Typ aus der Cafeteria, die Lehrerin und die Ente. Und die hauen den Bus auch noch. Und jetzt fährt er auch noch schief. Heißt das, dass wir jetzt entkommen sind? Oder kommt vielleicht noch irgendwie ein anderer Endgegner jetzt hier? Ich habe das Gefühl, da kommt vielleicht noch ein anderer Endgegner, der uns gleich den Bus aufhalten lässt. Oder irgendwie sowas. Mal gucken, was hier gleich... Also, sieht ja eigentlich schon relativ gruselig aus, ne? Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Okay, wir fahren noch ein bisschen rum. Kein Problem. Ich fahre gerne rum, muss ich sagen. Ja, im schiefen Bus auf jeden Fall. Ah, was ist da vorne? Oha.
Okay, also wir haben... Oh, Leute. Jawohl. Wir haben es geschafft. Aussteigen. Und wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben einfach mal eine der schwersten Obbys geschafft, weil wir mussten halt echt vielen Leuten ausweichen und sowas, ne? Auf jeden Fall mega, mega cool. Wenn ihr davon sowas mehr sehen möchtet, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und Abonnieren. Checkt gerne die beiden Videos hier aus, die ihr gerade auf dem Bildschirm seht. Dann kommt es zum nächsten Video. Vergesst auf jeden Fall nicht, Adventskalender-Aktion geht noch los, Leute, mit Vorbestellen und so. Dann habt ihr auf jeden Fall was Cooles zur Weihnachtszeit. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Was geht ab, Kasper? Was geht? The Alter. Hole. Wir haben hier einfach ein mega großes Loch, Alter. Guck dir mal das bitte schon an. Ich habe ja ein bisschen Höhenangst, muss ich sagen, dass ich hier aus Versehen... Oh, guck mal, ich fall runter. Au. Oh. Okay, das Problem ist aber, wir gehen hier extrem schnell drauf und... Oha. Ja. Guck mal, was wir hier für Fahrzeuge alles haben. Wir haben so SWAT, Polizei... Ja, Mann. So Trucks, Taxi. Taxi, oh und guck Gott. Mal, ich habe ja auch sogar so ein Go-Kart, aber da hinten sehe ich gerade so ein Flugzeug, Panzer, Toilette und alles Mögliche. Guck mal, mit so einem Go-Kart habe ich nur 50 Leben, das heißt, ich gehe gefühlt direkt drauf. Und ich habe hier mit 100 Leben und gehe auch direkt drauf. Alter, da kommt mir da gar Gott. Nicht weit. Oh Gott, okay. Das ist aber gut, dass wir dann hier vorne dieses andere schon dingsfrei haben, weil wir haben das schon ein bisschen gespielt, Freunde. Und das war schon echt richtig, richtig cool. Und jetzt haben wir hier das Supersport-Auto frei. Alter, ich habe auch gehört, ich habe gelesen, das soll angeblich der Bugatti Chiron sein, Digga. Aber ich... Siehst du, der Bugatti? Sieht so aus. Der sieht überhaupt nicht aus wie ein Bugatti. Weiß ich auch nicht, soll der angeblich sein, aber keine Ahnung. Okay, Alter. Pass auf, ich bin jetzt hier gerade... Alter, was ist denn hier alles für Sachen? Wir haben denk so Sonnenblumen. Ja, aber du kannst dich unten yeeten, ne? Falls du das mal machen willst. Damit kannst du dich so hin und her schleudern. Boah, ich sehe es gerade. Damit kann ich... Ja, du hast recht. Da kann ich einfach... Oh, die Krokodile! Ich sehe da so Krokodile. Ey, oh Gott. Ich habe mich gerade auf so einen Noob geyeetet. Das hat gar nicht gut gepasst. Das Krokodil hat mich komplett aufgefressen gerade. So, Achtung. Und... Alter, ich bin richtig schnell runtergefallen. Hast du schon erklärt, was unten auf uns wartet, wenn wir es schaffen, nach ganz unten zu kommen? Genau, Leute, denn das ist nicht nur einfach irgendein Loch, sondern das ist das tiefste Loch in ganz Roblox. Und da unten verbirgt sich einfach ein geheimer Schatz, Kasper. Ich weiß, und da soll angeblich, ich weiß keine Ahnung, ob das stimmt, da soll angeblich über 1 Million Robux sein, aber ich habe keine Ahnung. Alter, wenn das stimmt, ne? Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Mythos wahr ist. Ich hoffe Alter, nein. Ich brauche nämlich Robux. Nein, ich habe gerade 300 Leben verloren, Alter, als ich auf so einem roten Ding war. Ich bin ja schon bei so Regenbogenstrecke, du auch? Ich bin auch gerade bei Regenbogen, aber ich hab nur 50 Leben. Ich hab dich da kurz gesehen, da bist du! Das Ding ist, ja, du hast recht, also unten muss ich wahrscheinlich irgendwas krasses verbürgen. Wir haben auch sogar noch die Möglichkeit, hier sogar einen Nuke zu kaufen. Was für eine Robux? Vielleicht machen wir das noch. Okay, also ich sehe gerade... Alter, hier ist ein Flugzeug. Wir können gleich ein Flugzeug freischalten, das kostet 500.000, Alter. Ich hab schon das Geld dafür. Was? Wie sagst du, 500.000 einfach? Alter, du Oh mein Gott, ich kann damit fliegen, Kasper. Warte, warte, kannst du auch hochfliegen? Aua, aua, Jeeten. Ey. Aber kannst du das dafür, kannst du es gut lenken? Nein, man kann damit nicht fliegen, ich hab dich nur geprankt. Aber das Problem ist, das ist halt, es hat zwar mehr Leben, aber es hat auch viel mehr Fläche, weißt du? Es hat halt diese Flügel und so. Ja, ja, stimmt, so große Flügel, ja. Und auch die, nein. Könnte schon schwieriger sein damit. Alter! Was? Was? Mich hat die Dinosaurier komplett auseinandergenommen. Der hat mir gerade 2000... Ich weiß nicht, die sind so krass. Leben abgezogen. Oh Gott, ich bin gerade kurz ein kleines bisschen geflogen, aber nicht besonders viel. Oh Gott. Oh. Alter. Alter, ich weiß noch nicht, was ich von dem Flugzeug halten soll. Das ist mir ein bisschen zu groß. Ich will noch weiter nach unten jetzt. Was ist das? So, ja, sehr gut. Ja, also wir müssen dann 36.000 oder so weit kommen, ne? Steht da? Oder nee, wie viel? Das ist wahrscheinlich sogar noch mehr. Meine Bestzeit ist gerade 18.000. 40.000 müssen wir, glaube ich, kommen, ja. Okay, ich habe mich geheatet aus dem Weg jetzt hier. Nein, komm schon. Die Spinne! Bisschen, oh mein Gott, die Spinne ist ja über der Glück. Glück jetzt hier. Ey. Wieso die Spinne? Ich konnte einfach gerade in den Spinnbein, ich war in den Spinnbein und konnte einfach dann auf chillig einfach mit der mitfahren, obwohl ich gar kein Damage bekommen habe. Oh Gott, Alter, jetzt war Yeeten gerade richtig wichtig. So. Ey, das Flugzeug. Alter, ich will immer noch 1500 Leben, immer ne? noch. Ich bin bei den Regenbogensachen. Alter, das Flugzeug hat so viel Leben, Alter. Ich weiß. Wie hat das so viel Leben? Whee. Oh nein, Alter, die Schilder haben mir gerade so viel abgezogen. So weit unten bist du schon? Also Schildern? Ich bin jetzt gerade... Ich habe immer noch 1000 Leben, ne? Krass. Oh, Fledermäuse und so. Alter, Leute, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall alle Halloween gut verbracht. So. Rainbow. Rain. Oh, Alter. Ich komme mit diesem Flugzeug extrem weit. Ich glaube, ich habe gerade meine Bestzeit überschritten. Alter, was ist denn deine Bestzeit jetzt gerade? Nein! Die war 18.000. Was macht der? Ich hatte noch 1700 Leben und war schon Rainbow fast durch. Nein, ja. Ich bin aus dem Haus gestiegen. Alter, hier sind Robux. Nein. Es ist, glaube ich, wahr. Hier sind schon die ersten Robux. Als wenn.
Ja, und Diamanten und so und Goldtaler. Ich glaube, dass diese Dinger... Alter, komm schon jetzt hier, bitte. Alter, ich bin so weit unten gerade, ne? Smaragde und sowas, Goldbarren. Was ist hier alles? Oh mein Gott, Giraffen! Hier ist wirklich... Alter, was ist jetzt hier los? Das sind... Sind so Laser oder so. Alter, hier sind krasse Laser, Kasper. Ich komm, mein Flugzeug ist absolut am Abstürzen. Alter, diese Laser sind richtig OP. Da kann man gar nichts machen. Meine Bestzeit ist jetzt 28.000 einfach. Was? So weit bist du gekommen? Ich weiß. Oh Gott. Alter. Vorsichtig. Wow, ich flieg hier gerade übergut durch. Ja. Oh, oh Gott. Alter, jetzt habe ich gerade leider voll viel Leben verloren. Ganz viel leider. Ich glaube, ich kaufe mal hier was für Robux, Leute. Alter. Weil dann bin ich... extrem weit oder so, ne? Ey, diese Regenbogentreppen, die sind schon gefährlich, Alter, wenn die auf einmal auftauchen und so. Ey, die sind richtig gefährlich, sagst du, was ist? Oh, komm schon bitte jetzt hier. Oh mein Gott, nein, hey! Ein bisschen. Alter, ich habe gerade 1000 Leben verloren auf einem Schild. Ich habe mit 1800 Leben auf dem Schild bei den Schildern, Alter. Schon ja, wieder. Das ist natürlich belastend, mein Kollege. Das ist natürlich belastend. Oh Gott. Vorsichtig, ganz. Alter, das zieht mir echt viel Leben ab hier, leider. Au. Oh mein Gott, wie weit geht das noch? Au. Nein. Au. Nein, so. Okay, ich bin jetzt gerade mit 1200 bei den Regenbogen schon. Ja. Und durch. Ich bin doch mit durch, mit 1200. Hier sind die Robux. Alter, und einsammeln jetzt hier erstmal. Nein. Ich habe gerade 400 Leben verloren durch ein Schild. Durch ein einziges. Ey, was ist das? Ich weiß, die Schilder sind so krass. Die Schilder sind so, wieso bist du so schnell schon wieder ich unten, Alter? Ich bin mit dem Flugzeug gerade geflogen. Es gibt eine Taste, die man drücken muss. Lava, es gibt keine Taste. Geprankt, mein Freund. Geprankt. Ey, ich habe auch Bestzeit 23.000. Alter, diese Spinne hat mir 600 Leben abgezogen, Kasper. Und die hab ich geholt jetzt einfach. Was kostet eigentlich die Yacht? 1,5 Millionen? Alter, wie viel Geld soll ich dafür ausgeben? Ich muss nur noch einmal runterfliegen. Dann kann ich mir die Yacht jetzt holen gleich. Hast du so viel Geld schon? Ich habe jetzt 1,3 Millionen gerade. Ich bin einmal extrem weit gekommen. Alter, ich bleib gerade auf jedem Ding stecken, ne? Das ist unglaublich. Oh. Auf jedem Teil. Alter. Bitte an den Dinos vorbei. Mann. Ja, ich bin an den Dinos easy vorbei. Ich sehe dich! Alter. Hey. Da bist du, ich überhole dich! Oh. Siehst du mich? Alter, ich sehe dich! Ja, okay, ich flieg so krass gerade. Oh mein Gott! Dieser andere Sturzflug! Oh, Alter. Alter, was geht hier gerade ab? Okay, warte. Komm schon, bisschen Glück jetzt hier, bitte. Ich bin Raido mit 1700 jetzt gerade. Achtung, aus dem Weg. Oh. Ich habe jetzt gerade auch krassen Sturzflug. Alter, das ist so am Abdrehen gerade, das Ding. Oh mein Gott. Obwohl, ich nehme gerade alles gefühlt mit. Oh mein Gott. Bist du schon bei den Schildern? Ja, ich bin jetzt bei den Schildern schon. Alter, ich habe so krass. Hey! Was? Alter, ich bin krass am Start. 1500 Damage und fast mit den Spinnen schon durchgefühlt. Oh mein Gott, was? Ich habe auch gerade 1500 Damage. Oh Gott, ich glaube, jetzt haben wir beide eine richtig gute Runde, Kasper. Ja, safe, safe. Die müssen wir echt gut nutzen, die bringt richtig viel Geld. Nein, ich war stuck auf einer Tür, verdammt. Ja. Oh Gott, ja, komm schon. Fledermaus, Spinne. Ja, hier ist Alter. Gut. Komm, zack, 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 zack. Ich bin jetzt auch bei den Robux schon. Bis jetzt schon, du hast mich überholt, Hä, was? Alter, was? Und ich habe immer noch 1000 Leben. Ich habe 700 Leben bei den Robux jetzt erst. Jawohl, Alter, ich werde so einen Rekord brechen, Alter. Nein. Oh mein Gott, jetzt komme ich gerade krass durch. Wenn ich meinen Knopf auf Yeet hab, oh mein Gott, wird alles gut. Oh mein Gott, ich rutsch gerade so krass durch. Ich habe gerade auch richtig Glück. Alter, was passiert? Ich bin jetzt bei den Lasern. Ja, Mann, ich auch. Ich bin bei den Lasern. Ich auch. Wie, du auch? Ich auch, ich konnte so gerade krass durchrutschen. Alter, die ziehen voll viel Leben ab. Hä? Alter, was sind das für andere Teile? Die berühren mich ja nicht einmal. Was nein, Bro, die mich ja instant berührt. Was? Okay, also um diesen Schatz zu bekommen, ne, da waren gerade so krasse Dinge. Brauchen wir die Yacht. So krasse Messer. Alter. Da brauchen wir auf jeden Fall die Yacht. Oh mein Gott. 5000 Leben. Wie fährt man damit? Wow, Torpedo. Ey, die ist auch viel besser, Mann. Weil die halt einfach spitz ist. Wie so ein Dartpfeil. Nicht diese Flügel. Genau. Oh Gott. Ich bin jetzt auch gerade hier. Ich bin Kapitän Brox aus dem Weg hier. Alter. Die hat auch 5000 Damage. Ja, ja. Also nicht Damage, Leben hat die. Schaden, Dings hier, Leben. Hey! Alter, wir sind beide nebeneinander. Ich guck grad bei dir einsteigen. Alter, ich war da kurz stuck. Hä? Du bist genau neben mich gefallen. Ich hab dich weggeheatet. Oh. Ja, ja. Wie viel Leben hast du noch? Oh nein, Alter. Ich lande 4000. Ja, ich bin verloren. Ist ja unter 4000 jetzt. Aua. Du musst einfach Glück haben. Ich weiß. Gott. Nein. Du musst schon ein bisschen Können haben. Mit dem Heaten ja, und so. Ja. Was? Ich habe gerade 3000 Leben verloren und bin tot. Oh mein Gott, was? Wobei, was das? Mich hat so ein Ball mitgenommen oder so. Da eingeklemmt. Okay, das reicht mir. Ich hole mir jetzt, was ist das hier, die Toilette? Oh mein Gott, ich komme hier gut durch bei den Rainbows. Banane? Das ist so durcheinander, ja. Alter, der Bus? Ah, der hat aber ein geheimes Leben. Warte, was kostet denn? Oh mein Gott, was? Also die Banane kann ich mir auf jeden Fall nicht leisten. Und gefühlt ist alles voll teuer. Es ist gefühlt, hä?
Ich kriege gefühlt mehr, wenn ich jetzt mit der Yacht legit runterfahre. Oh nein, aber dafür dauert die Yacht doch. Alter, ich hab. Der Sensenmann hat mich geschlagen. 2000 Damage verloren. Was? Tja. Den hat. Was? Den hat, ich hatte 2000 Damage schon. Den hab ich gerufen. Den hab ich gerufen. Ich wollte, dass er dich holt. Alter, ich bin jetzt gerade richtig gut durch. Ich bin jetzt hier bei den Donuts mit 4600 Leben. Ich bin ausgestiegen aus der Yacht und bin einfach selber ein bisschen droppermäßig gesprungen, Alter. Das war auch knapp. Ich bin wieder gut durch. Alter, manchmal bleibt man so unnötig hängen und verliert richtig schnell Leben. Man muss richtig schnell reagieren. Ich weiß. Schon wieder, ich bleib gerade. Ja. Mit der Yacht bleib voll auf Stecken. Ja, irgendwie ist sie nicht so krass. Aber die hat dafür viel Leben, weißt du? Immerhin. Ja, die hat richtig viel Leben. So, ich bin jetzt, Alter, ich bin mit 3000 Leben jetzt hier noch bei den Dingens. Oh mein Gott. Bei den was? Bei den Rainbows? Ja, ich bin mit Rainbows gerade mit 3000 Leben. Krass, okay. Alter, der geht hier gefühlt auf jedes Ding rauf. Okay, jetzt. Nein, komm schon. Nein. Ja, gut. Ich komme gut durch. Ich komme sehr gut durch gerade. Alter, ich bin auch Rainbow mit 3600 Leben noch, ne? Oh mein Gott, jetzt sind hier. Rainbow, komm! Ganz stabile. Ey, berühr bloß nicht den Sensenmann. Ich weiß, der ist ganz gefährlich. Der ist auch so eine Hand, ne? Alter, ich berühre aber gerade jedes Objekt, das hier existiert. Ich auch! Was ist das? Okay, die Tür habe ich richtig mitgenommen, leider. Dann noch eine Tür. Hier ist einer mit dem Auto. Wie ist der so weit runtergekommen, Junge? Der ist mit dem Cabrio. Ist der echt hier mit dem Cabrio da? Digga, der ist hier unten bei den Spinnen mit dem Cabrio, musst du dir vorstellen. Alter, ich habe immer noch 1600 Leben, ne? Und ich krass, bin. Bist du schon beim Sensenmann vorbei und so, Spinnen? Ich bin jetzt bei den. Alter, mir hat die Spinne 800 Leben abgezogen. Way. Ich kann gar nicht reagieren. Jetzt bin ich bei Robux mit 800 Leben. Ich habe immer noch 1600 und bin auch wenig. Gleich bei Robux. Weniger als mit dem Flugzeug. Meine Yacht ist gefühlt gar nicht mehr richtig da. Die ist schon gefühlt kaputt. Die Spinne kickt mich, Bro. Was ist das? Ich weiß. Die ist richtig. Die blöde Spinne, Alter. Oh mein Gott. Ich wurde gerade vom Geld fast. Guck mal, ich bin jetzt hier gerade bei den roten Lasern und ich werde direkt sterben. Alter. Und. Ich sehe auch gerade, guck mal rechts. Und zack, ja. Die Hälfte hast du schon. Alter, du bist mehr als die Hälfte. Ja, ich bin jetzt auch gerade draufgegangen. Ich habe eben schon 30.000 gehabt. Oh, okay. Da fehlt mir nur noch Dingens. Aber man kann sich hier echt nicht Dings. Also, Gold ist ja immer verdammt teuer. 500.000 für 54. Man kann sich auch kein Dings kaufen, ne? Was ist denn mit. Oh, Laser. Alter, doch. Was kann man? Oh mein Gott, was ist hier? Die kostet 600 Robux. Was willst du holen? Was ist das? Was ist das hier für ein Ding? Die goldene Jet? Das kostet 800 Robux. Ich kaufe jetzt auf jeden Fall hier diesen richtig krassen Panzer, Alter. Für 800 Robux. Kaffa, der hat. Alter, 5. Ich will aber einsteigen. Ja, steig ein. Der hat 500.000 Leben. Guck mal, ich stehe hier. Bereit machen. Ich stehe hier neben dir. Hä? Ach da. Ach so, gar nicht gesehen. Okay, warte. So, steig ein. Ich bin noch nicht drin. Warte, wie kommt man da rein? Kann man da irgendwie rein? Oh mein Gott, ein Panzer fährt man alleine. Nein, als wenn. Alter, jetzt bin ich gespannt, ne? 500.000 Leben. Mal gucken. Der hat 500.000 Leben? Der hat 500.000 Leben. No way. Mal gucken, wie weit ich mit diesem Panzer runterkomme. No way, hat der 500.000 Leben. Alter, Digga, da hab ich ja keine Chance. Ja, guck mal, ich werde jetzt hier kommen, bis ich werde mir jetzt den Schatz holen. Gar nicht. Der Schatz ist schon so gut wie in meinen gar Händen. Gar nicht. Doch. Ey, was ist mit dem Boot los? Ja, das Boot ist echt komisch. Ich weiß. Das ist ganz merkwürdig. Guck mal rechts, wie du da durchfliegst. Hast du überhaupt schon Damage bekommen, Alter? Hast du schon irgendwas berührt? Ich hab 3000 Schaden habe ich schon bekommen. Ja, das juckt ja gar nicht, Alter. Das tut mir schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Ey, und ich krieg hier die Krokodile, Digga. Die ziehen mir wieder 1500 Damage ab aus dem Nichts. Das muss ich echt aufpassen. Komm schon. Was für aufpassen? Digga, dein Ding hat für eine halbe Million Leben, Alter. Du musst gar nicht aufpassen. Du kannst einfach chillen. Okay, ich bin jetzt echt gespannt, was für ein Schatz sich verbirgt, ne? Alter, die Laser, die tun schon ein bisschen weh. Nein. Au. Alter. Ich komme hier gefühlt nicht mehr weiter. Wie? Hänge fest. Nein. Du kannst dich heaten, ne? Denk dran. Alter. Ja, ich bin das Wasser. Ja, ich heate mich. Okay, ich habe jetzt noch 480. Alter. 480.000. Das ist so viel Leben, Alter. Ganz aus dem Weg. Alter, hier sind so Feueringe. Was ist denn hier los? Alter, wie weit du kommst? Ich sehe rechts nur, du bist schon gleich bei 35.000. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin durch den Feuerring gerade durch. Alter, Sägeblätter. Heaten. Okay. Die Sägeblätter haben auf jeden Fall auch gut Schaden. Alter, das ist jetzt hier so Hammer. Alter, was passiert hier bitte gerade? Ich habe 470.000 Leben noch. Alter, und du hast jetzt 30. Aber guck mal, du musst dir mal vorstellen, dann hast du 30.000 Leben bis dahin verloren. Also wie. Alter, was ist da unten? Da ist irgendwas. Da steht irgendwas Krasses. Super Fun. Wenn du jetzt irgendwas Krasses bekommst auch. Oh, Alter, ich bin in so einem. Alter, was ist hier los? Hier sind ganz viele Pets und so. Ganz viele Haustiere. Als wenn du sowas kriegst. Ja, und hier ist auch so ein. Aua. Ey, ich klemm hier ein bei der Brücke. Hier ist so ein Alien. Oh Gott. Und ganz viele Taler. Und eine Pinata.
Okay. Oh mein Gott, warte. Ey, ich gehe gefühlt auf jedes Objekt drauf. Ich bleibe auf jedem Ding gerade kleben wie so ein Magnet. Du hast aber gleich den Schatz, sehe ich gerade. Du bist fast bei 35.000. Es wird doch mal Zeit. Ich falle schon seit 3 Jahren runter. Alter, ich hab das Gefühl, der Panzer war ein bisschen Overkill. Ja. Ne? Ich habe nur noch 470.000 Leben. Alter, wie krass war der? Der war echt zu stark. Oh, bist du gleich mal unten? Oh, nein. Ich glaube gleich, ja. Ich glaube, ich bin gleich beim Schatz. Hey, es ist ja. Robux. Oh mein Gott. Ich sehe doch auch die Robux. Hier ist ein Schatz. Big Win! Nein, als wenn! 100 Millionen! Was? Was? Laber nicht. Du hast 100 Millionen bekommen? Ich kann jetzt einfach die Toilette kaufen oder so, steht da gerade. Ey Leute, ich hoffe, euch hat auf jeden Fall hier dieser krasse Schatz gefallen. Das war auf jeden Fall gerade echt mega, mega krass. Wenn ihr davon mehr sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall hier das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.